Gut. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Martin Schad. Ich bin stellvertretender Direktor des Einstein-Forums und möchte Sie ganz herzlich zum heutigen Abend begrüßen. Der Vortrag von Herrn Oberstleutnant Harald Potemper und von Frau Grosser behandelt die Mauer in Potsdam, militärhistorische und sozialwissenschaftliche Blicke auf den, in Anführungsstrichen, antifaschistischen Schutzwall. Diese Veranstaltung findet im Rahmen einer gemeinsamen Reihe statt, die das Forum Neuer Markt, viele Institutionen hier in dieser Gegend gemeinsam organisiert haben. Es ist der letzte Abend in dieser Reihe, muss ich zu meinem Bedauern sagen. Ich möchte mal mit einer Anekdote beginnen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber in dieser Pandemie entwickle ich jedenfalls ganz neue Hobbys. Eins davon ist Laufen, lange Spaziergänge, mehrere Stunden lang und in der Regel mit meiner Frau und in der Regel durch Berlin, durch die Stadt Berlin. Ich habe Ecken entdeckt, die ich vorher nicht kannte. Am vergangenen Sonntag liefen wir also wieder für mehrere Stunden und kamen an der East Side Gallery vorbei, die Sie wahrscheinlich alle kennen. Ein letztes Stück noch vorhandener Mauer. Und es war ein bemerkenswerter Spaziergang, unter anderem wegen der unglaublichen Anzahl von Touristen, die an dieser East Side Gallery flanierten. Und auffällig war, und es ist mir da erst so aufgegangen, dass diese meisten Touristen die Mauer wahrscheinlich nicht kannten. Die Mauer hat 29 Jahre gestanden und ist seit 32 Jahren verschwunden. Also sie ist länger schon weg, als sie jemals gestanden hat. Das ist zunächst mal bemerkenswert, was für ein Faszinosum dieses Bauwerk immer noch darstellt, bis heute. Und zwar weltweit hat das Anziehungskraft auf junge Leute, die sich das angucken. Zum anderen war der Spaziergang interessant wegen mehrerer Begegnungen mit englischen und auch spanischen Touristen. Die waren verwirrt und baten um Aufklärung, weil sie sagten, sind wir hier im Westen der Mauer oder im Osten? Da ist die Spree, wir müssten doch eigentlich im Osten der Mauer stehen und von dort aus diese Bilder betrachten. Und dann sagte ich, ja, in der Tat sind sie im Ostteil der Stadt, worauf erneute Verwunderung kam. Und zwar, dass die Mauer bemalt ist. Die Leute dachten, wie kann das sein, dass die Bürger Ostberlins an die Mauer rangekommen sind und diese über mehrere hundert Meter weit sehr aufwendig bemalt hatten. Das konnte ich dann glücklicherweise klären und sagen, dass die Bemalung nach 89 stattgefunden hat. Aber mich hat gleichzeitig wiederum fasziniert, wie schwer es offensichtlich die Lebenswelt mit der Mauer zu rekonstruieren. Die Lebenswelt fügen wie drüben. Das ist für die jungen Leute, die da waren, einfach nicht mehr verständlich gewesen. Deshalb diese Verwirrung mit Ost und West. Und genau das ist das Thema, was heute Abend von unseren beiden Referenten angesprochen werden wird. Es geht nämlich um nicht weniger als eine lebensweltliche Rekonstruktion, was es bedeutet, mit dieser Mauer zu leben. Und zwar nicht zufällig aus militärhistorischer Sicht und auch aus sozialwissenschaftlicher Sicht. Beide Perspektiven sind wichtig, um zu verstehen, um was für ein Bauwerk es sich da handelte und wie die Leute damit umgegangen sind. Sowohl die, die sie bewachen mussten, als auch die, die nicht über diese Mauer spazieren konnten. Damit zu unseren Referenten und Referentinnen des heutigen Abends. Frau Diplompädagogin Katrin Grosser ist stellvertretende Sprecherin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Mitarbeiterin der Abteilung Medien im Potsdamer Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr. Sie hat gearbeitet vor allen Dingen zu organisationspsychologischen und personalwirtschaftlichen Themen und hat dies getan im Rahmen der Bundeswehr und als Mitarbeiterin eben jenes Instituts nach einem Studium der Pädagogik an der Universität der Bundeswehr in Hamburg. Herr Oberstleutnant Dr. Harald Potemper ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Pressestabsoffizier im Bereich Medien
im Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr. Und er ist zudem Redakteur der Zeitschrift Militärgeschichte, Zeitschrift für historische Bildung. Und er ist langjährig schon wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich Zeitalter der Weltkriege am Militärgeschichtlichen Forschungsamt in Potsdam. Er war zwischen 1997 und 2005 Leiter des Luftwaffenmuseums der Bundeswehr in Berlin-Gartow. Promoviert hat Herr Dr. Potempa mit einer Dissertation über die königlich-bayerische Fliegertruppe 1914 bis 18 an der LMU München. Und seine Forschungsinteressen gelten vor allen Dingen der bayerischen Landesgeschichte und der Geschichte der Luftfahrt und der Luftstreitkräfte. Aber er interessiert sich eben auch, das zeigt seine Tätigkeit an dem Luftwaffenmuseum, für historische Bildung, Museums- und Ausstellungswesen. Und als solcher ist er, wie auch Frau Grother, denkbar geeignet, um diese Rekonstruktion, von der ich gerade sprach, in Angriff zu nehmen. Bevor wir den Abend beginnen, es werden zwei Vorträge gehalten, die unmittelbar aufeinander folgen. Und wir werden im Anschluss an der Diskussion mit Ihnen und mit den Zuschauerinnen und Zuschauern in dem Zoom-Stream, den wir gleichzeitig mit dieser Veranstaltung verbinden, werden wir führen wollen, diese Diskussion. Aber zum Einstieg, nur um Ihnen die Sache so ein bisschen schmackhaft zu machen, würde ich Ihnen gerne einen Film zeigen, einen kleinen Ausschnitt aus einem Film. Es handelt sich um einen NVA-Propagandafilm aus dem Jahre 1979, der heißt Unsere Staatsgrenze. Damit man noch so ein bisschen einen Eindruck gewinnt, wie zumindest die offizielle Darstellung dieses Bauwerks in der DDR vonstatten gegangen ist. Nach dem Film wird zunächst Herr Dr. Potempa und dann Frau Grother ihren Vortrag halten. Jetzt hoffe ich, dass das klappt. Ton. Gor. Ich gehe dann nochmal zurück. Entschuldigen Sie bitte diese kurze technische Unterbrechung. Soll ich es nochmal probieren? Nee. Also, so läuft das. Es tut mir leid. Wir haben es ausprobiert. Das ist nur der Vorführeffekt. Wer jetzt in redlicher Absicht kommt und die in unserem Staat geltenden Rechtsnormen achtet, findet Einlass an einer der rund 20 Grenzübergangsstellen um West-Berlin. Nicht ohne Stolz zeigen wir allen Gästen unser blühendes Land, das Reiseland DDR, international anerkannt, als Handelspartner gesucht und geachtet. Alle Unbelehrbaren aber bleibt sie ein unüberwindliches Hindernis. Unsere Staatsgrenze auf 164 Kilometer West-Berlin umschließend. Hier am antifaschistischen Schutzwall, wo die Macht der ewig gestrigen ein für allemal zu Ende ist, erfüllen wir unsere Grenzerpflicht. Zum Schutze unseres Gestern, heute und morgen. Zum Schutze auch derer, für die wir die Welt von morgen bauen. Gewiss, leicht ist er nicht, unser Dienst. Dicht besiedeltes Großstadtgebiet, Bahnanlagen, viele Kilometer Wassergrenze, hohe Wachsamkeit ist da oberstes Gebot.
Doch wir Grenzer stehen nicht allein. Wir wissen uns eins mit dem Volk und der Armee unserer DDR, mit den Kampfgefährten der Sowjetarmee und der anderen Armeen unserer sozialistischen Gemeinschaft. Wir sind Grenzsoldaten der DDR. Ob Offizier oder Soldat, jeder bemüht sich stets im Sinne Erich Weinerts zu handeln. Den Gedanken Licht, den Herzen Feuer, den Fäusten Kraft. Kann man das nicht am besten, indem man das Leben jedes Bürgers unseres Landes schützt und jede Provokation gegen unsere Staatsgrenze abwehrt, wenn es sein muss, auch unter Einsatz des Lebens. Schon wieder ein technischer Hiccup. Jetzt sind wir da, genau. Herr Potter. Ja, vielen Dank. Einen wunderschönen guten Abend von meiner Seite. Auf jeder dieser Folien wird eine Unterzeile mitlaufen, die da lautet: einmal Oberstleutnant Dr. Harald Potemper, das bin ich, ZMSBW, Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. Wir sitzen in der Zeppelinstraße, 140 Beschäftigte, davon etwa 60 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den Fachrichtungen Geschichte, Sozialwissenschaften, zwei Theologen, ein Medizinhistoriker. Die Biografien finden Sie allesamt auf unserer Internetseite. Die Internetseite ist www.zmsbw.de und wenn ich nachher Bücher aus unserer Produktion hochhalte, glauben Sie mir eines, ich kriege keine Prozente. Und weil wir ein Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften sind, haben wir diesen Vortrag ganz bewusst zweigeteilt. Einmal die militärhistorische, zweitens die sozialwissenschaftliche Perspektive. Ich schaue in Ihre selbstverständlich jugendlichen Gesichter, denke mir, ein Teil von Ihnen hat diese Mauer von welcher Seite auch immer und in welcher Funktion auch immer in irgendeiner Form mitbekommen. Was habe ich mit Ihnen vor in meinem Part? Mir geht es darum, einmal die Einleitung, Mauer, antifaschistischer Schutzwall, Grenzen und Sperren, militärhistorisch und der Versuch eines Fazits. Ich beginne ganz bewusst literarisch und auf den ersten Blick völlig abseitig. Die Westgoten leben im Westen, die Ostgoten im Osten. Die Westgoten sind aber von uns aus betrachtet im Osten verstanden. Der Dialog als Asterix erklärt, wir müssen zu den Westgoten in den Osten, und Obelix verständnislos fragt, die Westgoten leben im Osten. Die Westgoten leben im Westen, die Ostgoten im Osten. Die Westgoten sind aber von uns aus Gallien betrachtet im Osten verstanden. Antwort Obelix: nein, Asterix und die Goten
babylonische Sprachverwirrung. Warum sage ich das? Ich wohne seit 1999 in Falkensee. Von Falkensee aus liegt Berlin-Spandau im Osten. Politisch gesehen war es aber Westen. Wenn wir uns unterhalten über die Mauer in Potsdam, dann ist das, wogegen oder wofür es die Mauer schützen sollte, gegen West-Berlin. Und West-Berlin heißt West-Berlin, von Potsdam betrachtet aus, aber liegt im Norden. Und es geht weiter mit dieser ganzen West-Ost-Problematik. Es haben zwischen 1949 und 1990 die DDR verlassen insgesamt über 3,8 Millionen Menschen Richtung Westen, politisch gesehen, und vorher aus der sowjetischen Besatzungszone selbstverständlich auch schon einige Tausend. Und nur die Frage, ist das eigentlich statisch West und Ost? Zwei von denen, die das getan haben, kenne ich sehr gut. Das sind nämlich meine Eltern. Mein Vater ist nach der Flucht aus Schlesien 1945 und nach der Vertreibung 1946 zunächst mal in Glauchau gelandet, Schulausbildung da selbst, Volksschulabschluss, ist dann im Harz schwarz über die Grenze. Motiv, er wollte zu seiner Mutter, zu meiner Oma, die saß nämlich seit Kriegsende in Eckernförde, Schleswig-Holstein, die hat einen Bundeswehrsoldaten geheiratet, ist nach München gezogen. Meine Mutter wiederum, aufgewachsen in Falkensee, Kopfstraße 15, zufälligerweise meine Adresse. Mein Großvater arbeitete bei Siemens in Spandau, ist jeden Tag auch während der Luftbrücke rübergefahren. Und 1949-50 hat man die Abteilung meines Großvaters von Spandau nach Erlangen verlegt, danach nach München. Meine Mutter ist mit, mein Vater in München, meine Mutter in München, genauso haben sie sich kennengelernt. Ich wiederum bin geboren in Dorfen, aufgewachsen in Erding und München. Ich bin seit 22 Jahren Bürger des Landes Brandenburg, wohne Kopfstraße 15, Falkensee. Was bin ich denn jetzt? Wessi, Ossi, Nossi, Süssi? Oder ist das inzwischen vielleicht ein kleines bisschen Wurscht geworden? Zu dem Begriff der Mauer. Mauer ist etwas Griffiges. Da kann sich jeder irgendwas drunter vorstellen unter einer Mauer. Der Mauern gibt es ja viele. Ich habe so ein bisschen bei mir selbst gedacht, wir haben eine chinesische Mauer, wir haben eine Stadtmauer, wir haben Kasernenmauern und Gefängnismauern und die haben alle unterschiedlichen Funktionen. Zu den unterschiedlichen Funktionen wird meine Kollegin Katrin Grosser noch etwas erzählen. Mauer ist eher die westliche Bezeichnung. Östliche Bezeichnung, wir haben es gerade gehört, der antifaschistische Schutzwall gegen die Faschisten auf der anderen Seite. Andere Bezeichnung, andere Möglichkeit, Grenze oder auch Grenzregime, um darauf hinzuweisen, dass hinter dieser Mauer, in dem Fall politisch Osten, sich noch diverse Sperrzonen anschließen, weil man so einfach an diese Mauer gar nicht herankam. Andere vorgeschlagene Lesart, Sperrwall. Und ich empfehle Ihnen zur Lektüre aus der Schriftenreihe des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz gibt es ein Band einer Tagung, die Berliner Mauer vom Sperrwall zum Denkmal. Und der Klassiker eines Walles ist ja Wall und Graben. Das heißt, man hat den Erdaushub des Grabens verwendet, um den Wall aufzuschütten. Und der Wall ist normalerweise wesentlich dicker und befestigter, als es eine Mauer jeweils gewesen ist. Anlass ist natürlich 2021, 1961. Wer sich dafür interessiert, in der Ausgabe 2021 der Militärgeschichte Zeitschrift für historische Bildung ist erschienen ein Beitrag, Niemand hat die Absicht, Berlin-Krise und Mauerbau. Und wenn Sie, wie gesagt, ich kriege keine Prozente, sagen, wie komme ich jetzt an dieses Heft, wenn Sie unter www.zmsbw.de nachschauen, dann sind die jeweils vier letzten Ausgaben dieses Heftes online eingestellt als PDF-Download. Und die Sprachverwirrung geht in einem Punkt weiter. Das Thema ist ja die Mauer in Potsdam. Ja, welches Potsdam eigentlich? Die Jüngeren sagen, das ist die Stadt Potsdam. Selbstverständlich, die kenne ich. Die Älteren werden sich erinnern und sagen, in der DDR gab es keine Bundesländer, da gab es Bezirke. Und der flächenmäßig größte war der Bezirk Potsdam, der nämlich West-Berlin umschloss. Und wer sich interessiert, in dem Fall nicht unter www.zmsbw.de. Die Grenze im Bezirk Potsdam
etwas, gibt es auf der Seite der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung. Und dass die Kolleginnen und Kollegen vom ZZF hier ein Internetprojekt gestartet haben, sind wir in der Ausstellung Achtung Grenze, das Sperrgebiet der DDR in Potsdam 61 bis 89 unter dem Motto www.grenze-potsdam.de. Wer sich dafür interessiert, nebst Ausstellung, hier bitte herzlich willkommen. Worauf will ich raus mit dieser Frage Mauer? Sie hatten es gerade erwähnt, die Mauer bemalt, die Mauer möglicherweise auch beschmiert, ist die klassische westliche Sicht der Dinge, nämlich die Mauer. Die Masse der Bevölkerung der Deutschen Demokratischen Republik hat die Mauer so nah niemals in ihrem Leben kennengelernt. Aus dem einfachen Grund, und deswegen halte ich den Begriff Mauer an sich für ein bisschen, ich sag mal, verharmlosend. Das ist aus exakt dem gerade genannten Beitrag in der Militärgeschichte unter www.zmsbw.de zum kostenlosen Herunterladen. Hier Berlin-West, hier die sogenannte Mauer, wie sie von westlicher Seite zu sehen war. Und dazwischen ein Kfz-Sperrgraben oder Höckersperren, ein Kontrollstreifen, hier ein Kolonnenweg, hier ein freies Schussfeld, freie Zone. Es folgt hier noch einmal dementsprechend ein Zaun und dahinter 2 bis 3 Meter hoch die Hinterlandmauer oder auch Hinterlandzaun. Ich will sagen, wenn wir hier einfach mal so über Mauer sprechen, es gab, je nachdem in welchem Bereich der Grenze in Potsdam oder im Bereich Potsdam, ist das selbstverständlich aus topografischen Gründen nicht so groß gewesen. An der Grenze Bundesrepublik Deutschland, DDR, war diese Sperrzone bis zu 5 Kilometer lang. Das heißt, da kam keiner mal einfach so ran. Insofern halte ich persönlich die Bezeichnung Mauer ein kleines bisschen sehr für verharmlosend. Das trifft es nämlich nicht. Und daher die Bezeichnung des Sperrwalls oder auch des antifaschistischen Schutzwalls, soweit die entsprechende DDR-Bezeichnung. Im Grunde genommen haben wir 3 Bereiche Grenze. Grenze Nummer 1 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR. Das ist zum Teil ländliches Gebiet. Da ist die Distanz zwischen der Mauer in Anführungszeichen auf der einen Seite Richtung Westen und der Hinterlandbefestigung und dem Sperrgebiet, wie gesagt, sehr viel größer, als man das im Bereich Berlin oder Potsdam machen konnte. Dann die Mauer oder Grenze zwischen DDR und Westberlin und schlussendlich in der Mitte von wahlweise Ostberlin oder Berlin, Hauptstadt der DDR und Westberlin. Offizielle Doktrinen der Deutschen Demokratischen Republik verdanke ich noch hier zu Ost und West dem Geschenk meiner Großtante aus Glauchau, nämlich Meyers Jugendlexikon der DDR aus dem Jahre 1974. Mit der Errichtung des antifaschistischen Schutzwalls am 13. August 1961 scheiterte die Aggressionspolitik der westdeutschen Imperialisten. Der klassische Vorwurf war, es wäre geplant gewesen, ein Durchmarsch der Bundeswehr mit Kapelle und klingendem Spiel durch das Brandenburger Tor. Was tun die bösen, bösen Imperialisten? Also ich bin 1983 zur Bundeswehr gegangen. Wenn Sie den persönlichen Imperialisten und Klassenfeind, falls Sie damals auf Seiten der Nationalen Volksarmee gewesen sind, mein Cousin zweiten Grades Peter Berner und ich, wir sind am selben Tage eingerückt, ich zur Bundeswehr, er zur Nationalen Volksarmee, der fleischgewordene, damals Imperialist, Klassenfeind steht gerade vor Ihnen. Was tut dieser böse Imperialist und Klassenfeind? Er versucht einzuschleusen. Die DDR hat spätestens seit dem 17. Juni 1953 eine Grundsatzangst, dass sich Agenten, Spione, sogenannte Diversanten oder auch entsprechend hier Konterrevolutionäre eingeschleust werden von außen, um mit entsprechenden Propagandaaktionen die DDR zu stören. Hinzu kommt, laut Verfassung der DDR ist
Freizügigkeit grundsätzlich auf dem Staatsgebiet der DDR gegeben, dass der Grenzübertritt, der ungesetzliche Grenzübertritt nach Westen, Vulgo Republikflucht, ist ein Straftatbestand gemäß § 213 Strafgesetzbuch der DDR und dementsprechend zu ahnden. Und eines ist auch klar, diese Abschottung, das geschieht natürlich nicht an einem Tag, nicht in einer Woche. Man fängt an, ab Anfang der 50er Jahre die Grenze Bundesrepublik Deutschland DDR immer dichter zu machen. Wer der Meinung ist, er will jetzt noch in den Westen wohl rüber machen, der hat immer schlechtere Karten. Man versucht das gleiche Spiel, DDR, Westberlin. Und das Einzige, was im Grunde genommen, und deswegen hat die DDR diese riesengroße Angst auszubluten, das Einzige, was im Grunde genommen fast unkontrolliert noch möglich ist, ist von Berlin, Hauptstadt der DDR, oder auch Berlin-Ost genannt, Richtung West-Berlin. Grenzen und Sperren. Ich habe ganz bewusst vorhin gesagt, eine Möglichkeit ist der Sperrwall. Und ich habe in der Grundausbildung mal eines gelernt. Eine Sperre ohne Bewachung ist völlig sinnfrei. Also stellt sich die Frage, wer oder was bewacht denn diese Grenze, sei es Eigendarstellung gegen den Faschismus im Westen, sei es Darstellung im Westen, um die eigene Bevölkerung daran zu hindern, hier in den Westen Vulgo rüberzumachen oder überzusiedeln. Das sind die Grenztruppen unserer Nationalen Volksarmee. Unserer Nationalen Volksarmee, wie wir auch gerade gehört haben, haben die Aufgabe, die Staatsgrenze der DDR zuverlässig zu sichern, den grenzüberschreitenden Verkehr zu kontrollieren und Ordnung im Grenzgebiet aufrechtzuerhalten und durchzusetzen. Dazu gehört der Schutz des Lebens der Grenzbevölkerung, denn die ist ja bedroht wiederum von der anderen Seite. Auch hier wieder Jugendlexikon der DDR. Und wenn Sie gerade sagen, Motto habe ich richtig gehört, Grenztruppen der Nationalen Volksarmee, Sie haben richtig gehört, bis in die 70er Jahre hieß das Grenztruppen der Nationalen Volksarmee, man hat es dann umbenannt in Grenztruppen der DDR. So, Grenztruppen der DDR, ehemals der Nationalen Volksarmee, ehemals Grenzpolizei, hat drei Kommandos, ein Kommando Nord, ein Kommando Süd und ein Kommando Mitte. Und das Kommando Mitte hat den Auftrag, abzuriegeln, eine Variante, die DDR-Bevölkerung zu schützen vor West-Berlin. Nageln Sie mich, das klingt immer am einfachsten, ist meistens am schwierigsten, Zahlen und Stärke zahlen, nicht fest. Denn es ist immer die Frage, Sollstärke, Iststärke, Verpflegungsstärke, wie viel sind krank, tatsächliche Einsatzstärke. Ich habe für die Stärke dieser Grenztruppen der NVA, später DDR, gefunden. Zwischen 40.000, 47.000 bis zu 50.000 Mann, davon Mitte etwa 11.000 Mann, die den Auftrag haben, hier wahlweise die Grenze zu schützen oder aber dementsprechend die Bevölkerung am Übertritt zu hindern. Warum sage ich das mit der Stärke? Mir ist der ungefähre Wert oder die Aussage wichtig. Die Nationale Volksarmee hat eine Stärke von etwa 168.000 Mann. Die Grenztruppen von 40.000. Das heißt, wir haben hier Truppen in Stärke von etwa einem Viertel der Nationalen Volksarmee im Einsatz. Rund um Berlin 11.000 Mann. Das entspricht einer Division der NVA Landstreitkräfte, Klammer auf, und die Nationale Volksarmee hat nur 6 Stück davon. Das heißt, der Aufwand, diese Grenze gerade hier im Bereich Mitte zu sichern, zu bewachen, zu wie auch immer, ist ungeheuer groß. Vor allen Dingen der ein oder andere Zeitzeuge erinnert sich, dass die DDR chronisch knapp an Arbeitskräften ist und dass ein Teil der Nationalen Volksarmee im Zweifelsfall nämlich eingesetzt ist in der Produktion, wo auch immer, und von diesen 11.000 Mann im Bereich Mitte sind, wie bei den Grenztruppen überhaupt, selbstverständlich auch Wehrpflichtige eingesetzt. Und die Grenztruppen haben den höchsten Durchsatz an inoffiziellen Mitarbeitern des Ministeriums für Staatssicherheit unter dem Motto, die Bewachung der Bewacher. Wer sich
dafür interessiert, es gibt beim Christoph Links Verlag eine Reihe zur Geschichte der DDR, ein großer Teil aus unserer Produktion, und ich kann hier, ja, werben darf ich nicht sagen, aber als Lektüre empfehlen, Jochen Maurer, Halt Staatsgrenze, Alltag, Dienst und Innenansichten der Grenztruppen der DDR. Unsere Bibliothek ist öffentlich und Sie finden den elektronischen Bibliothekskatalog unter www.zmsbb.de. Ich weise auf diese Reihe im Christoph Links Verlag hin. Und jetzt mal sehr konkret rund um Berlin stehen. Und das ist alles Bezirk Potsdam. Einmal das Grenzregiment 44 hier in Potsdam-Babelsberg, das Grenzregiment 42 in Kleinmachnow, Grenzregiment, das ist 36, 33, 35 in Berlin selber, das Grenzregiment 38 in Henningsdorf und das Grenzregiment 34 in Groß-Glienicke. Also 7 Regimenter, ungefähr 1000 Mann, 1100 Mann, je nachdem, hier rund um Berlin, und hinzu kommen 2 sogenannte Grenzausbildungsregimenter. Das ist Grenzausbildungsregiment 40 in Oranienburg und das ist das Grenzregiment 39 in Berlin. Kommando Grenztruppen in Pelz bei Königs Wusterhausen und das Grenzkommando Mitte. Das heißt, rund um Berlin 7 bzw. 9 Regimenter. Die sind natürlich nicht unbedingt als Regiment kaserniert, sondern disloziert. Ein Teil, Grenzausbildungsregiment 40 in Oranienburg, war stationiert in Falkensee. Das heißt, rundherum hier entsprechende Bewachung und sie haben dort die diversen Grenzübergänge für, sei es per Schiff, sei es per Bahn, sei es per Auto, sei es für Personen. So. Zeitgenössische Karte West, hier hat man nun ganz deutlich unterschieden zwischen der Grenze DDR zu West-Berlin und der Grenze zwischen Ost-Berlin, / Hauptstadt der DDR, und West-Berlin. Das eine ist eingezeichnet als die Mauer. Und natürlich ist 1961 am 13. August nicht auf einmal eine Mauer entstanden, sondern die wurde zunächst mal mit Stacheldraht einfach die Grenze abgeriegelt. Dann hat man in Teilen Mauer gebaut und man hat an diesem Ding ewig lang verbessert und gebaut und so weiter. Für unseren engeren Bereich heißt das Potsdam selbst einmal die Grenze hier, die legendäre Glienicker Brücke. Sie wissen, es gab in Deutschland nach dem Krieg die berühmten alliierten Militärmissionen, die sowjetische, die französische, die amerikanische und die britische, und die durften gewisse Grenzübergänge benutzen, sie mussten sie sogar benutzen. Ministerium für Staatssicherheit hat gesagt, wollen wir eigentlich wirklich die nur über die Glienicker Brücke und die Glienicker Brücke nur dafür aufmachen? Und die Antwort war jedes Mal ja, dann können wir sie nämlich besser kontrollieren, damit die dort keinen Unfug einstellen. Setzt sich fort hier Richtung Fauninsel, setzt sich fort Richtung Kladow-Imchen, macht hier einen markanten Knick. Das ist, wer Berlin-Kladow kennt, die Sakroer Landstraße. Das heißt, hier ist DDR-Grenze. Dort in diesem Bereich die Hottengrund-Kaserne, heutige Blücher-Kaserne, damalige Montgomery-Barracks. Ich kam 96 nach Berlin-Kladow und mir hat man erzählt, dass ich zu Silvester zwischen den Briten unten in der Montgomery-Barracks und den DDR-Grenzern oben auf ihrem Grenzweg zu Silvester mit Signalmunition sehr beeindruckende Feuerwerks- und Silvesterduelle abgespielt haben sollen. Es schließt sich an hier der Ritterfelddamm, es schließt sich an Berlin-Gatow, die Royal Air Force, die tatsächlich nur 2 oder 3 Flugzeuge gehabt hat. Das Hauptpersonal hat dazu gedient, den britischen Teil am Teufelsberg zu betreiben. Setzt sich hier fort die Potsdamer Chaussee, Wilhelmstraße, und hier genau war die Grenze. Und wer das, wie gesagt, im Detail, der schaue sich diesen Mauerradweg bzw. die Ausstellung Achtung Grenze mit Stelen vor Ort hier bitte im Detail an. Setzt sich dann fort Richtung, in dem Fall geografisch östliche Sicht, mit der
Potsdamer Chaussee setzt sich hier fort mit Neubabelsberg, setzt sich hier fort mit Zehlendorf. Militärhistorisch. Ich komme wieder auf mein Lexikon. Die Grenztruppen der Nationalen Volksarmee garantieren den Schutz der Staatsgrenze, leisten damit einen Beitrag zur Sicherung des Friedens in der Welt. Wie kommen die zu dieser Behauptung? Wäre die DDR ausgeblutet, so die Doktrinen, hätte die Bundeswehr ihr klingendes Spiel vom Brandenburger Tor fortgesetzt, wäre es möglicherweise zum Dritten Weltkrieg gekommen. Also haben sie, so Selbstwahrnehmung DDR, den Frieden gesichert, auch hier wieder Jugendlexikon. Und alle gegen unsere Grenzen gerichteten imperialistischen Unternehmen scheiterten an der Wachsamkeit, Disziplin unserer NVA-Grenzsoldaten in treuer Pflichterfüllung zum Schutz unserer sozialistischen Heimat. Fielen so junge Genossen durch Mörderhand wie Peter Göring, Jürgen Schmidtchen, Egon Schulz, Reinhold Huhn und andere. Das ist die Frage, wie viele Mauertote gibt es eigentlich? Wen zähle ich dazu nicht? Und wir haben das gerade in dem Film gesehen, unter dem Motto, es gab entsprechende Aktionen und Selbstwahrnehmung der DDR. Unsere jungen Genossen sind dort getötet, sind erschossen worden. Und das ist Verpflichtung, hier gegen die westlichen Agenten zu schützen. Wir befinden uns zu dieser Zeit im Ost-West-Konflikt, vulgo Kalter Krieg. Kalter Krieg in Mitteleuropa, Krieg kalt geblieben, in anderen Teilen der Welt ziemlich heiß geworden. Und das macht diese ganze Dimension Berlin und Berliner Mauer und Potsdam ja so dramatisch, denn beide deutsche Staaten gehören zu zwei unterschiedlichen Bündnissen und Militärbündnissen, die Bundesrepublik Deutschland zur NATO, die DDR zum Warschauer Vertrag oder Warschauer Pakt. Warschauer Pakt ist die westliche Bezeichnung, Warschauer Vertrag die Eigenbezeichnung. In der DDR selber stationiert ungefähr roundabout 350.000 Mann plus X. Die Gruppe der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland, auch Westgruppe der Streitkräfte genannt. Dann haben sie die 168.000 Mann der Nationalen Volksarmee. Und wer sich auch hier wieder interessiert für unsere Literatur aus dem Christoph-Links-Verlag unter www.zmsbw.de, können Sie zumindest den Titel bekommen, Im Dienste der Partei, Handbuch der bewaffneten Organe der DDR, herausgegeben von Thorsten Dietrich, Hans Ehlert und Rüdiger Wenske. Schließen sich an die legendären Grenztruppen, die man dann nicht mehr der NVA, sondern der DDR nennt, unterstehen aber trotzdem dem Ministerium für nationale Verteidigung. Und hinzu kommen Militär in der DDR, die legendären Kampfgruppen der Arbeiterklasse oder auch Betriebskampfgruppen genannt, die wiederum dem Innenministerium unterstehen und eine Art, ja, wie würde man sagen, Miliz, Freizeitkrieger, Wochenendkrieger, wie auch immer sind, jedenfalls sie existieren hier auch mit und gehören dazu. West-Berlin selber bekanntermaßen geteilt in drei Sektoren, einen amerikanischen, einen britischen, einen französischen, und eine der Aufgaben dieses Grenzkommandos Mitte und der Grenztruppen wäre gewesen, im Fall der Fälle erste Gefechte mit den Westalliierten, mit den NATO-Truppen oder gegen NATO-Truppen zu führen. Sie wissen, die sowjetische Militärdoktrin sieht vor, im Zweifelsfall in einer sehr frühen Phase zu versuchen, den Krieg auf das Territorium des Gegners zu tragen. Und eine der Aufgaben, so fest diese Mauer scheint, so fest dieser Schutzwall scheint, es gab vorgefertigte Bereiche, wo sie genau diese Sperren hätten umlegen können, damit die entsprechenden Panzer- und Fahrzeugetruppen der NVA, aber auch der Roten Armee Richtung West-Berlin hätten marschieren können. Hätten sich das nach allem, was wir wissen, die NATO gefallen lassen? Antwort nein. Ein Angriff auf französische, britische oder amerikanische Truppen hätte den Bündnisfall der NATO verursacht. Und auch hier aus unserer Reihe über die NATO, Harald van Nees, das Ringen um Berlin im Kalten Krieg, die Geschichte von Live Oak. Die Westalliierten wären entschlossen gewesen, A, Berlin zu verteidigen, gegebenenfalls Verstärkungen reinzubringen und vor allen Dingen aber mit einem Entsatzangriff, genannt Live Oak,
hier auf jeden Fall zu versuchen, Berlin zu halten. Das heißt, wenn dort etwas passiert wäre im Sinne einer Krise, wenn dort im Rahmen eines Gefechtes etwas passiert wäre, hätte das mit Sicherheit den Dritten Weltkrieg ausgelöst. Und der wäre auf beiden Seiten, wie wir wissen, mit Nuklearwaffen geführt worden. Ausbluten der DDR. Wer sich fragt, warum haben eigentlich die Westmächte gegen diesen Bau der Mauer am 13. August 1961 nicht groß protestiert? Tja, man hat versucht, den Status quo anzuerkennen. Motto, auch wir haben wenig Interesse, dass jetzt ein Dritter Weltkrieg ausbricht. Das ist Sache der DDR. Die Sowjetunion hat gesagt, lieber Walter Ulbricht, jawohl, ihr dürft. Und die Frage ist, ob ein Ausbluten, weil immer mehr, gerade auch junge Arbeitskräfte, gut ausgebildete Arbeitskräfte Richtung Westen geflohen sind, ob das, wenn die DDR kollabiert wäre, was die Sowjetunion getan hätte. Jedenfalls hielten sich die Proteste der Westmächte in deutlichen Grenzen. In unserem Bereich Potsdam heißt es eine Besonderheit, Grenzen zu den Sektoren der Amerikaner und UK, der Briten. Sie haben hier in Potsdam gehabt, zum einen die Rote Armee mit dem KGB, die berühmte Militärstadt bzw. KGB-Stadt. Wer sich dafür interessiert, noch einmal aus unserem Hause das militärgeschichtliche Handbuch Brandenburg-Berlin mit entsprechendem Artikel über Potsdam. Und in Raum Potsdam befindet sich einmal die Rote Armee mit einer Artilleriedivision, einer Artilleriebrigade, zwei Mottschützenregimentern, die Nationale Volksarmee mit einer Mottschützendivision, dann unsere, ich sage nicht Vorgänger, aber ein ähnliches Institut, das MGI in der Villa Ingenheim in der Zeppelinstraße, die damals etwas anders hieß, nämlich das Militärgeschichtliche Institut der Nationalen Volksarmee, und in Geltow das Kommando Landstreitkräfte und nicht zuletzt das Grenzregiment 44. Ich will sagen, Potsdam ist eine der größten Garnisonsstädte in der gesamten DDR gewesen. Sie hatten Rote Armee da, NVA da und Grenztruppen. Und wenn es hier zum Konflikt gekommen wäre, zum Krieg gekommen wäre, dann wären die Richtung West-Berlin marschiert. Von meiner Sicht, mir ging es darum, in der Einleitung klarzumachen, Ost-West, die diversen babylonischen Sprachverwirrungen. Mir ging es Mauer antifaschistischer Schutzwall um die Aussage, die Mauer hat man von westlicher Seite gesehen. Die Mauer ist aus meiner Sicht ein etwas irreführender Begriff, denn dahinter schließt sich ein ganzes Grenzregime an. Bei Grenzen und Sperren ging es mir darum, eine Sperre ohne Bewachung ist sinnlos. Wer tut das? Antwort, die Grenztruppen. Und militärhistorisch den Verweis hier auf den Kalten Krieg und auf die entsprechenden Möglichkeiten der Atombewaffnung mit den entsprechenden Risiken. Soweit von meiner Seite, die militärhistorische Seite. Und ich übergebe an meine Kollegin Katrin Krosser. Ja, ganz herzlich willkommen zum zweiten Teil des Vortrags. Jetzt die sogenannte sozialwissenschaftliche Perspektive. Ja, nachdem Sie jetzt schon etwas zu den Fakten, zu den historischen Daten über den sogenannten antifaschistischen Schutzwall gehört haben und die ganzen militärhistorischen Daten und Fakten zur Grenzentstehung kennen, möchte ich nun den Blick mit etwas mehr aus der sozialwissenschaftlichen Perspektive auf diesen sogenannten antifaschistischen Schutzwall richten. Dazu möchte ich als erstes nochmal ganz allgemein auf Mauern, Grenzen, Schutzwälle und die Mauer, von der wir ja nun schon vielfach gesprochen haben, eingehen, weil diese Mauer eben doch ein besonderes Beispiel, eine besondere Grenze darstellt.
In diesem Zusammenhang möchte ich zuerst noch mal ganz kurz darauf eingehen, was Mauern, Grenzen und Schutzwälle vom Begriff her, vom Begriffsverständnis her eigentlich sind und mir dann noch mal ganz genau anschauen, welche Funktionen Mauern überhaupt haben, gerade auch welche sozialen Funktionen sie haben und was sich daraus eben für Menschen auch ableiten lässt, welche Bedeutung das für Menschen und für Lebensbereiche von Menschen auch haben kann. Danach, und das ist mir mit dieser sozialwissenschaftlichen Perspektive ganz wichtig, richten wir den Blick nochmal ganz kurz auf die Menschen dieser Zeit. Natürlich können wir hier nur ausgewählte Schlaglichter anbringen, da das Thema ja zu umfassend ist. Aber ganz wichtig sind eben auch die Menschen dieser Zeit. Wie haben sie den Mauerbau erlebt? Wie haben sie die Zeit danach erlebt? Welche besonderen Erfahrungen hat man gemacht und wie wurde der Mauerbau, wie wurden Freiheitsbeschränkungen und Einschränkungen überhaupt erlebt und wie hat sich das im weiteren Leben ausgewirkt? Noch einmal ganz kurz zur Erinnerung, Sie hatten es ja schon gehört, die innerstädtische Mauer, die Ost von West-Berlin getrennt hat, hatte eine Länge von etwa 43 Kilometern. Der Teil der Sperranlagen, der die übrige DDR, was ist denn hier mit meinem Tipp? Entschuldigung, ich habe die Maus verloren. Wo ist aber das hin? Ist. Ja, nein, das ist. Ja. Ach so. Das ist jetzt nicht was passiert ist. Das war doch die Maus. Aber wir haben es heute mit der Technik. Oh, eine Katze. Ja, aber dieser Kasten, der sollte da nicht drin sein. Nee, ne? Können wir noch mal starten, Lucy? Martin, wo ist die Präsentation? Ja. So. Das muss man zu. Komm. Ja. So. Jetzt ist raus, ja, das ist hier kleiner, so, und Start. Fängt wahrscheinlich von Anfang an. Ja, da müssen wir nochmal vor. Den Vortrag kennen Sie schon. Jetzt nochmal irgendwie passieren. So, ist ja. Aber vielleicht kann ich hier... Ja. Entschuldigung. Da sind wir. Okay. Also zum sozialwissenschaftlichen Blick auf den sogenannten antifaschistischen Schutzwall. Da sind wir quasi mittendrin. Ich hatte schon gesagt, welche Themen ich hier nochmal genau ansprechen möchte. Ganz kurz noch einmal zur Erinnerung, vor dem Mauerbau durchquerten täglich etwa eine halbe Million Menschen in beide Richtungen die Sektorengrenzen in Berlin.
Diese Menschen überquerten die Grenze für ganz alltägliche Sachen, eben um zur Arbeit zu kommen, um zum Einkaufen zu kommen oder auch um Verwandte und Freunde zu besuchen. Es gab also einen riesigen täglichen Menschenstrom, der durch den Bau der Mauer dann plötzlich und abrupt unterbrochen wurde. Und wichtige Lebensbereiche, gerade eben auch Arbeit, Familie, Freunde, wurden auf einmal abgeschnitten und von einem Moment auf den anderen existierten diese Lebensbereiche nicht mehr, beziehungsweise es wurde unterbunden, mit diesen Lebensbereichen, sage ich es jetzt mal, in Kontakt zu treten. Das wurde schon erwähnt, wenn man sich die DDR zu diesem Zeitpunkt der 1960er Jahre anschaut, dann erkennt man, dass sie, also hinterher, also jetzt im Nachhinein, dass sie gesellschaftlich und wirtschaftlich kurz vor dem Zusammenbruch stand. Wenn man sich das Jahr 1960 anschaut, allein in diesem Jahr haben 200.000 Menschen die DDR dauerhaft verlassen, haben also quasi ihrer Heimat den Rücken gekehrt. Und auch als Reaktion auf diese Flüchtlingsströme wurden eben in den frühen Morgenstunden dieses 13. August 1961 an der Grenze des sowjetischen Sektors zu West-Berlin plötzlich provisorische Absperrungen errichtet und an den Verbindungsstraßen das Pflaster aufgerissen. Also wir hatten es schon gehört, natürlich stand nicht von einer Sekunde zur anderen eine Mauer oder die Mauer, aber es begann mit diesen provisorischen Absperrungen und die Polizei hielt jeglichen Grenzverkehr auf. Das heißt, diese Ströme, das pulsierende Leben, was bis dahin geherrscht hatte, wurde auf einmal abrupt unterbrochen und stoppte an diesen Sperren. Wir erinnern uns noch, vorher circa 500.000 Menschen täglich in beide Richtungen, was auf einmal alles gestoppt wurde. Zwar hatte man bereits seit den 50er Jahren, seit Anfang der 50er Jahre begonnen, die Interzonengrenzen zu West-Berlin zu sichern. Und es wurden, auch das hatten wir schon angesprochen, ein Schutzstreifen sowie 5 Kilometer Sperrgebiet zu West-Berlin errichtet. Aber diese komplette Abschottung, was es ja letztendlich im Ergebnis dann war, die durch den Mauerbau quasi passierte, kam doch sehr überraschend. Man kann also diesen Bau der Berliner Mauer als quasi Zäsur in der Geschichte der DDR bezeichnen. Und um das jetzt schon mal so vorwegzunehmen, es war wirklich in historisch einmaliger Weise, dass die Bürger eines Staates quasi eingesperrt wurden, weil das war es faktisch letztendlich gewesen. Natürlich stellt sich so die Frage, was machte das mit den Menschen in der DDR, in Berlin, in Potsdam, die quasi plötzlich eingemauert wurden, also so stellt man sich das vor. Die Arbeitsstellen, Freunde, Verwandte, Universitäten, Läden, kulturelle Einrichtungen quasi von jetzt auf gleich ganz plötzlich nicht mehr erreichen konnten. Diesen und anderen Fragen wollen wir uns eben auch bei der Betrachtung des Themas mit sozialwissenschaftlichem Blick oder aus sozialwissenschaftlicher Perspektive nähern. Ja, zunächst, ich hatte es angekündigt, möchte ich noch etwas näher auf die verschiedenen Begrifflichkeiten eingehen, damit wir auch noch mal sehen, womit wir es zu tun haben. Wir haben vielfach schon von Grenzen gesprochen, von Schutzwellen, von Mauern und ganz besonders natürlich auch von der Mauer. Daher sollen zunächst jetzt erstmal diese verschiedenen Begriffe etwas genauer betrachtet werden und vor allen Dingen auch deren Funktion. Insbesondere auch die soziale Funktion. Welche Funktionen sollen diese Art von Bauwerken, Schutzwerken eigentlich erfüllen? Beginnen wir mit Grenzen. Grenzen gehören zu den Konstanten menschlichen Denkens. An sich, also strukturieren sie, sie regeln und sie kontrollieren. Grenzen verhindern Grenzübertritte, sie trennen und sie sichern ab. Deswegen gehört zu Grenze oder zu einer Grenze auch immer die Grenzsicherung. Und je nachdem, wie streng diese Sicherung durchgeführt wird, können hier Grenzverletzungen oder unbefugte Grenzübertritte
dann auch immer durch den Einsatz von Gewalt verhindert werden. Somit gehören dann zu Grenzen, zu Grenzverletzungen oder können gehören auch Todesstreifen. Grenzen existieren schon sehr lange, schon seitdem Menschen sich niedergelassen haben, und sie existieren im kleinen Bereich wie auch im großen globalen Bereich. Wenn man mal etwas weiter zurückschaut, bereits in der Jungsteinzeit waren beispielsweise die Behausungen von Siedlern mit Rutengeflechten umgeben. Und wenn man an heute denkt, an heutige Wohngebiete, dann sind Gartenzäune aus Wohngebieten quasi als Grenze oder Absicherung im kleinen Bereich auch aus der heutigen Zeit nicht wegzudenken. Wenn wir uns Mauern betrachten, Mauern sind die stärkste Form der Grenze im territorialen Bereich, weil sie eben für eine undurchlässige Grenze stehen, also insbesondere diese Undurchlässigkeit symbolisieren. Um Mauern zu errichten, gibt es verschiedene Gründe, zum Beispiel politisch-ideologische oder ethnisch-kulturelle oder auch ökonomische Gründe. Schutzwälle an sich sollen Feinde oder Terroristen abhalten und verhindern, dass Fremde oder Feinde oder als Feinde eingestufte ins Land kommen. Mauern haben verschiedene Funktionen. Nach innen sollen sie ein Gefühl von Sicherheit vermitteln und gleichzeitig den Menschen außerhalb vermitteln, dass sie nicht dazugehören, dass sie zu dieser Gruppe, die sich innerhalb der Mauer befindet, eben nicht dazugehören. Das kennt man zum Beispiel auch vom Prinzip der Stadtmauern, wie das im Mittelalter der Fall war. Manchmal, beziehungsweise es gibt ja dieses eine besondere Beispiel, wo Mauern dann eben auch die eigene Bevölkerung am Verlassen des Landes hindern sollen, also wie am Beispiel der Mauer. Ja, das Wort Grenze stammt eigentlich aus dem Slawischen, und seit dem 16. Jahrhundert haben sich für den, also überblicksartig betrachtet, das kann man natürlich noch sehr viel detaillierter, aber seit dem 16. Jahrhundert haben sich für den Begriff Grenze zwei verschiedene Bedeutungsvarianten herauskristallisiert, beziehungsweise der Begriff oder das Begriffsverständnis hat sich weiterentwickelt. Wir haben zum einen ein Begriffsverständnis von Grenze, von einer gedachten Linie, die quasi zwei Gebiete voneinander scheidet oder zwei Gebiete voneinander trennt. Zu einem späteren Zeitpunkt, im 18. Jahrhundert, hat sich der Gebrauch des Begriffs Grenze dann erweitert, vom ursprünglichen Verständnis eines Raumes, also wir hatten ja ursprünglich einen Raum vor und hinter der Grenze, der durch eine Grenze geteilt wurde, und im erweiterten Verständnis hatten wir dann quasi die Grenze als Abschluss eines Gebietes, also dann war die Grenze nicht mehr eine Trennlinie, sondern eher so etwas wie eine Schranke, wie eine Abschlusslinie, sodass da auch das Verständnis hinzukam, hier geht es nicht weiter. Ein Schutzwall, nur ganz kurz, der Vollständigkeit halber, ist ein Wall, der vor Gefahren, es können eben auch Überschwemmungen, Lärm sein, also es müssen nicht jetzt militärische Angriffe sein oder unerwünschten Beeinträchtigungen oder eben auch militärischen feindlichen Angriffen schützt. Dabei bezeichnet der Begriff Wall eine künstliche Erhebung als Wehranlage zur Befestigung einer Stadt oder zum Schutz. Das kann aber eben auch der Schutz vor Wasser sein. Grenzen gibt es nur zwischen Nachbarn. Das hatte ich eben schon erwähnt, diese Trennlinie zwischen zwei Gebieten. Einerseits symbolisieren Grenzen Trennung zwischen zwei Gebieten, gleichzeitig aber auch größtmögliche Nähe, weil natürlich zwei Gebiete, um von einer Grenze getrennt zu werden, aneinander liegen müssen. Jede Mauer und jede Grenze versucht, die Welt zu ordnen. Und in der Regel wurden Mauern dazu gebaut, um Menschen daran zu hindern, in eine Stadt oder in einen Staat, in ein Gebiet hineinzukommen. Bei der Berliner Mauer, ich hatte es schon erwähnt, war es genau andersherum. Sie ist gebaut worden, um Menschen quasi daran zu hindern, aus ihrem Staat herauszukommen.
Das war eine Besonderheit für die Errichtung einer solchen Mauer und ist in der Geschichte so auch ja, sehr besonders und einmalig. Ursprünglich waren Mauern Schutzanlagen, die vor Angriffen und Feinden schützen sollten und dadurch eben auch eine bestimmte Ordnung innerhalb und außerhalb von Mauern hergestellt haben. Mauern sind künstlich, das heißt, sie trennen künstlich etwas, sie sind künstlich erschaffen und damit stellen sie auch immer einen Eingriff in natürliche, gewachsene Verhältnisse dar. Allerdings haben Mauern und Grenzen auch immer etwas Geheimnisvolles. Sie sind auch immer Versprechungen, dass sich dahinter etwas Interessantes verbirgt. Also eine Mauer symbolisiert oder lässt die Frage aufkommen, was befindet sich denn Interessantes dahinter? Warum darf ich denn da nicht rein? Was darf ich da nicht sehen? Was darf ich da nicht mitbekommen? Deswegen haben Orte, die sich hinter Begrenzungen, hinter Mauern befinden, auch immer einen besonderen Reiz und wirken dadurch natürlich besonders erstrebenswert, wenn man natürlich herausfinden möchte, was sich so Besonderes hinter diesen Mauern verbirgt. Wenn man jetzt die Gebiete innerhalb und außerhalb von Mauern oder vor und hinter Mauern einmal ganz einfach als Innen und Außen betrachtet, dann hat die Mauer den Zweck, das Innere gegen das Äußere abzugrenzen und das Innere vor dem Äußeren zu schützen. Etwa gegen andere Menschen oder Gruppen, die bedrohlich sind oder eben auch als bedrohlich wahrgenommen werden. Wenn wir jetzt von dieser Schutzfunktion von Mauern sprechen, dann sind damit nicht nur materielle, physische oder psychisch wirkende Gefahren, Bedrohungen oder Risiken gemeint, sondern tatsächlich auch immaterielle Gefahren, sodass durch Mauern Austausch unterbunden werden soll. Also Austausch von Gedanken zwischen verschiedenen Gemeinschaften, zwischen der Gemeinschaft innerhalb und außerhalb dieser Mauern. Daher sind Mauern auch immer Instrumente von Herrschaftssicherung. Eine dritte Funktion von Mauern, die ganz eng mit der Abwehrfunktion verbunden ist, besteht in der Identitätsbildung. Denn durch die Abgrenzung mit einer Mauer wird festgelegt, wer dazugehört. Also wer innen ist und wer eben nicht dazugehört, das sind die, die außen sind, beziehungsweise die, die außen vor sind. Und auf diese Weise werden dann auch Identitäten geschaffen. Mauern als starre und erstarrte Grenzen, ich hatte ja gesagt, eine der stärksten Grenzen im territorialen Bereich, unterbinden auch die Möglichkeit, dass Menschen die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft frei wählen können. Also ob sie zu dieser Gemeinschaft gehören möchten oder ob sie diese Gemeinschaft verlassen können. Weil in dem Moment, wo sie quasi durch eine Mauer eingeschlossen sind, ist ihnen diese Wahlmöglichkeit, sich zu einer Gemeinschaft zugehörig zu fühlen, dazu zu gehören, genommen worden. Sie sind quasi zwangszugehörig zu dieser Gemeinschaft, ohne dem entkommen zu können. Die Berliner Mauer als prominentes Beispiel für eine Mauer bildete zusammen mit den an der Grenze zu den Westsektoren Berlins errichteten militärisch gesicherten Grenzanlagen sowie den Sperranlagen an der deutsch-deutschen Grenze den sogenannten antifaschistischen Schutzwall. So hieß es im offiziellen politischen Sprachgebrauch der ehemaligen DDR. Ich hatte es schon erwähnt, begonnen oder errichtet wurde dieser sogenannte antifaschistische Schutzwall am 13. August 1961. Es war ein Feriensonntag im Hochsommer. Und kann sich ja jeder selber überlegen, warum vielleicht ein Feriensonntag im Hochsommer, aber möglicherweise wurde eben dieser Feriensonntag im Hochsommer auch aus bestimmten Gründen ausgewählt. Ja, der Begriff antifaschistischer Schutzwall hatte für die SED eine wichtige politisch-legitimatorische Funktion. Auf diese Weise sollte die
unbeliebte deutsch-deutsche Grenze durch den Verweis auf eine angeblich aus der Bundesrepublik drohende faschistische Gefahr und als Schutz gegen eine von den NATO-Staaten ausgehende vermeintliche militärische Bedrohung gerechtfertigt werden. Hier sehen wir wieder, hier wurde quasi die Schutzfunktion der Mauer, der Bevölkerungsschutz durch die Mauer, die Sicherungsfunktion der Mauer eben als Begründung besonders herausgehoben, um eben Verständnis oder Akzeptanz für die Mauer zu erlangen. Auf den Mauerbau reagierte die westliche Welt ja zum Teil auch mit Hilflosigkeit, Unsicherheit und Wut. Das ist im vorangegangenen Vortrag auch schon angeklungen. Wenn man die westliche Sicht auf die Mauer sich anschaut, dann wurde da in Teilen die Künstlichkeit besonders hervorgehoben und die Unnatürlichkeit dieser Grenze. Das heißt, es wurde darauf verwiesen, die Mauer trennt eine pulsierende Stadt. Es wurde darauf verwiesen, dass das DDR-Regime die Freiheit seiner Bürger unzulässig einschränkt und die seinen Bürgern wichtige Grundrechte vorenthält, wozu eben auch gehört, dass man sein eigenes Land verlassen kann, wieder in das Land kommen kann, so wie man sich das vorstellt. Aus westlicher Sicht war der Mauerbau ein Akt politischer Unterdrückung der ostdeutschen Bevölkerung. In der westlichen Sicht auf den Mauerbau wurden besonders auch persönliche Schicksale in den Mittelpunkt gestellt. Eben die Tatsache, dass durch die Schließung dieser Grenze auch Familien getrennt wurden. Die Abriegelung Berlins weckte große Ängste in der Bevölkerung vor einer erneuten kriegerischen Auseinandersetzung zwischen den damaligen Supermächten. Diese Ängste und Unsicherheiten wurden dann auch mit als eine mögliche Begründung angesehen für die Akzeptanz oder Duldung, je nachdem, der Mauer auf beiden Seiten. In etwa sagte man sich, oder es wird angenommen, was sich gesagt wurde, lieber eine Mauer als einen erneuten Krieg oder Weltkrieg zu riskieren. Wenn man Augenzeugen Berichte liest, dann hat sich die Situation an diesem 14. August ziemlich explosiv dargestellt und als quasi die Sektorgrenze in eine Staatsgrenze verwandelt wurde. Es gab ein Riesenaufgebot schwer bewaffneter Volksarmisten und Volkspolizisten. Es entstanden auf einmal diese Stacheldrahtverhaue. Es wurden Stacheldrahtbarriere, versteckte Maschinengewehrnester quasi errichtet, sodass diese Ängste, die in der Bevölkerung entstanden sind, quasi auch auf diesen Beobachtungen beruhten. Also es hat sich schon explosiv dargestellt, weil es ein Riesenaufgebot an quasi Mensch und Material da war, sodass diese Ängste wie ja nicht irrational oder von ungefähr kamen, sondern wirklich quasi aus der Betrachtung der Situation resultierten. Ja, von Seiten der DDR wurde die Errichtung des antifaschistischen Schutzwalls eben auch mit dem Hinweis auf eine drohende Ausplünderung der DDR gerechtfertigt und die wirklichen Ursachen oder auch mit die Hauptursachen, diese massenhaften Fluchtbewegungen gen Westen und die Unzufriedenheit in der Bevölkerung wurden verschleiert und wurden von Seiten der DDR nicht thematisiert. Im alltäglichen Sprachgebrauch der DDR-Bevölkerung fand der Begriff antifaschistischer Schutzwall allerdings keine Akzeptanz. Seit Mitte der 1970er Jahre wurde er auch dann im offiziellen Sprachgebrauch immer weniger benutzt und dann letztendlich oder im Weiteren häufig durch die Begriffe Staatsgrenze West oder Staatsgrenze der DDR ersetzt. Aus der Sicht der DDR, das hatten wir vorhin auch schon
ansatzweise gehört, hieß es zum Mauerbau, dass durch die stabile Grenzsicherung der Frieden sicherer geworden ist. Zum einen dadurch, dass ein militärischer Konflikt vereitelt wurde, und zum anderen, dass eben letztendlich Tatsachen geschaffen wurden, und zwar in Form von unverrückbaren Grenzen. In der offiziellen Propaganda der DDR wurde die DDR-Staatsgrenze somit zu einem Instrument der Friedenssicherung und der politischen Stabilität für ganz Europa. Und aus der Sicht der DDR verhinderte diese Grenze, nur diese Grenze, quasi eine militärische Invasion des Westens, sodass die DDR nur mithilfe dieser gesicherten Grenze weiter bestehen konnte. Auch hier wurde ganz massiv und gezielt auf das Sicherheitsbedürfnis der Menschen gesetzt, sowie auf die Angst vor einer erneuten globalen kriegerischen Auseinandersetzung. Diese Sicherheitsbedürfnis und diese Angst wurden ausgenutzt, um eben die Mauer als Schutzinstrument gegen feindliche Angriffe darzustellen, sodass die Menschen der DDR quasi die Einsicht erlangen sollten, dass sie nur hinter dieser Mauer geschützt und in Frieden leben konnten. Und gleichzeitig sollten natürlich durch den Schluss der Grenze weitere Fluchtbewegungen verhindert werden. Schon Art und Beschaffenheit der Grenzsicherungsanlagen unterstützen die Vermutung oder belegen, dass die Mauer eben eigentlich nicht in erster Linie als Schutz gegen Eindringen von außen fungieren sollte, sondern die Menschen am Verlassen Ostberlins und der DDR hindern sollten. Ja, und auf diese Weise sollte sich dann, also in diesem geschützten Umfeld, gesichert durch die Mauer, geschützt vor feindlichen Angriffen, geschützt vor Invasion, sollte sich dann aus DDR-Sicht das sogenannte sozialistische Bewusstsein der Bürger ungestört weiterentwickeln können. Es sollten sich also quasi sozialistische Identitäten ungestört und unbeeinflusst von der westlichen Welt und westlichen Einflüssen, ich hatte vorhin gesagt, Mauern sollen auch den Austausch quasi von Ideen und Gedanken unterbinden, deswegen die ungestörte Entwicklung, unbeeinflusst von der westlichen Welt, sodass hier eben die Möglichkeit war, eine neue Identität auszubilden. Durch die Mauer wurde den Menschen auf Seiten der DDR dann die Möglichkeit genommen, ihre Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, hier Bürger der DDR, frei wählen zu können. Also sie konnten nicht mehr selbst entscheiden, möchte ich zu dieser Gemeinschaft dazugehören oder möchte ich diese Gemeinschaft verlassen. Also sie waren quasi zwangszugeordnet und eingesperrt. Ja, soweit in aller Kürze ein Blick auf Funktionen von Mauern und Grenzen im Allgemeinen und natürlich auch auf die sozialen Funktionen, das heißt, welche Bedeutung haben Mauern für persönliche Lebensbereiche der Menschen. Nun möchte ich noch ganz kurz auf die Menschen der damaligen Zeit schauen und am Beispiel einiger Erfahrungsberichte präsentieren, wie die Zeit des Mauerbaus erlebt wurde, welche Erfahrungen mit dem Mauerbau gemacht wurden oder mit der Mauer. Wir haben Zeitzeugen unterschiedlichen Alters diese Zeit, diesen Tag oder Moment des Mauerbaus erlebt. Welche Erfahrungen, welche Erinnerungen an die Zeit mit der Grenze gibt es? Vor allem auch durch diese Schilderungen von Zeitzeugen, die den Bauer miterlebt haben oder die auch besonders unter der Teilung gelitten haben, soll diese damalige Zeit eben konkret gemacht werden, nachvollziehbar, greifbar gemacht werden. Deswegen hier an dieser Stelle einige Beispiele von Zeitzeugen beziehungsweise deren Berichten. Der Bau der Berliner Mauer hatte eben nicht nur Berlin als Stadt gespalten, das hatte ich vorhin schon erwähnt, mit dem Unterbrechen der Verkehrs- und Transportwege, sondern er trennt eben auch Familien, Freunde oder Menschen von ihren Arbeits- oder Studienplätzen. Das heißt, es werden auch Lebenswege unterbrochen.
Der Mauerbau hat die Menschen quasi überrumpelt und schockiert auf beiden Seiten. Im Ostteil Berlins überwiegen zu Beginn, so wird berichtet, Schock und Resignation. Allerdings gab es auch kleinere Proteste und kleinere Sabotageaktionen als Rebellion gegen die sogenannte Einmauerung und die dann allerdings schnell unterbunden wurden. Wenn man sich quasi die Mauer vorstellt, dann wird gerade von den ersten beiden Jahren berichtet, dass diese Trennung der Wege, also diese Trennung nach dem Mauerbau, fast total war, dass es eben keine Möglichkeit der Kontaktaufnahme gab. Nur Briefe und Telegramme konnten quasi die Grenze passieren und die allerdings auch nur streng kontrolliert. Zeitzeugen des Mauerbaus berichten vielfach davon, dass sie das gar nicht glauben konnten. Als zuerst darüber berichtet wurde, dass eben diese Mauer, diese Grenze, Staatsgrenze entsteht, die quer durch die Stadt gebaut wurde, reagierten viele ungläubig. Viele haben berichtet, dass sie sich dann, also von Berlinern, sich dann erstmal auf den Weg gemacht haben, um überhaupt sich vor Ort zu überzeugen, dass da wirklich und tatsächlich eine Mauer errichtet wurde, dass der Weg in den Westen tatsächlich versperrt sein sollte. Menschen von damals berichten, dass sie diese Nachrichten auch gar nicht ernst genommen hätten zuerst. Das klang sogar nach dem damaligen Verständnis so absurd und war so unvorstellbar. Und außerdem wurde im Westen der Stadt auch angenommen, dass sich die Westmächte diesen Mauerbau unter keinen Umständen gefallen lassen würden. Und so dass es sich bei diesem Mauerbau, bei dieser gesicherten Grenze nur um eine vorübergehende Erscheinung handeln könnte. Der Mauerbau trennte von einer Sekunde auf die nächste Familien und ordnete die Menschen, das hatte ich vorhin schon kurz erwähnt, auf der einen und anderen Seite zwangsweise der jeweiligen Gemeinschaft zu. Eine Wahlmöglichkeit bestand nun nicht mehr und ein Austausch war auch nicht mehr möglich. Gerade auch diese abrupte Trennung von engsten Familienangehörigen wurde damals als besonders brutal und belastend empfunden. Und vor diesem Hintergrund des persönlichen Schicksalsschlags verblasste dann oft auch in der ersten Zeit nach dem Mauerbau der Blick fürs große Ganze, also die Bedeutung des Mauerbaus, weil man quasi auf die eigene persönliche Tragik fixiert war und damit keinen Blick für das große Ganze in dem Moment hatte. Und vielfach haben die Menschen auch angegeben, sie konnten sich noch gar nicht vorstellen, welche Tragweite das einmal haben würde und welche umfassenden Auswirkungen der Mauerbau insgesamt haben sollte und vor allen Dingen auch, wie lange sich quasi diese Mauer oder wie lange diese Mauer bestehen sollte. All das war damals so weit weg von den Menschen, also völlig unvorstellbar. Kinder und Jugendliche, die den Bau der Mauer miterlebt haben oder die später im Bereich der Mauer oder mit der Mauer aufgewachsen sind, muss man ja sagen, berichten Unterschiedliches. Die Erfahrung des Mauerbaus an sich wird erstmal als unsichere Situation beschrieben, die natürlich dann auch unterstützt und geschürt wurde von den Ängsten und Sorgen der erwachsenen Familienmitglieder. Die Jugendlichen beider deutscher Staaten, die mit der Mauer aufgewachsen sind, haben die Mauer in unterschiedlicher Weise erlebt. Ein Jugendlicher, der in Ostberlin mit der Mauer aufgewachsen ist, hat berichtet, in meiner ganzen Jugendzeit hat die Mauer existiert. Und das war wie irgendetwas, das ewig ist, wie ein großer Berg. Der ist einfach da und man kann sowieso nichts machen. Sie war für mich etwas Unverrückbares. Hier symbolisiert die Mauer eben Beständigkeit und gleichzeitig aber auch dieses unüberwindbare Hindernis. Das hatte ich am Anfang gesagt, dass Mauer quasi undurchlässige Grenzen sind. Also sie hatte etwas Unverrückbares, gegen das man sowieso nichts unternehmen kann. Und sie zeichnet sich durch Undurchlässigkeit aus.
Auch für Jugendliche, die im Westteil der Stadt mit der Mauer aufgewachsen sind, war die Mauer Alltag. Sie wurde einerseits als schrecklich und bedrohlich empfunden, andererseits aber auch als etwas Gemütliches, Beständiges, auch hier wieder dieser Aspekt der Beständigkeit, als etwas, das immer da ist. Es war klar, bis dahin hat man alle Möglichkeiten und danach geht es nicht weiter. Auch hier wieder diese Undurchlässigkeit der Grenze. Reisen in die DDR wurden von Jugendlichen damals als aufregend, spannend und abenteuerlich empfunden. Die Mauer hatte also auch hier wieder dieses Spannende, Verheißungsvolle, das hatte ich vorhin bei den Funktionen erwähnt, dass man sich fragt, was ist so Spannendes dahinter, dass man da eine Mauer drumherum bauen muss. Warum darf man da nicht einfach so hinein? Auch dieser Aspekt wird hier wieder deutlich. Jugendliche aus dem Westteil der Stadt beschreiben, dass sie die DDR als deutlich fremderes Land empfunden haben, als beispielsweise Frankreich oder Spanien. Das unterstreicht nochmal diese trennende Funktion, die Mauern haben. Das Zugehörigkeitsgefühl erstreckt sich eben über, auf die eigene Gemeinschaft innerhalb der Mauer und die Menschen außerhalb der Mauer sind außen vor, gehören nicht dazu und werden quasi als fremd empfunden. Westberliner Kinder, also wird berichtet, die im Schatten der Mauer aufgewachsen sind, haben statt Räuber und Gendarm Grenzpolizist und Flüchtling gespielt, Rollenspiel zur damaligen Zeit. Und dabei wurde die Wirklichkeit dann stellenweise so realistisch nachgespielt, dass der Mauerflüchtling regelmäßig totgeschossen wurde. Auf diese Weise haben die Kinder eben auch sind mit dem Alltag umgegangen und haben die unmenschliche Wirklichkeit verarbeitet. Also wie das dann. Im Verlauf der Jahre berichten dann Zeitzeugen von unterschiedlichen Strategien, sich mit der Mauer mehr oder weniger zu arrangieren. Teilweise wurde die Mauer behandelt, als wäre sie gar nicht da. Einige sagen, man sah die Mauer praktisch gar nicht. Manchmal beim Baden im Spandau, da wusste man, da ist die Grenze, da durfte man nicht drüber schwimmen. Aber ansonsten war sie nicht präsent im Alltag. Das Interesse der Touristen an dieser Grenze mitten durch eine Millionenstadt war bald höher als das der Einheimischen, weil es einfach im Alltag normal geworden ist, dazugehörte. Nur wenn Außergewöhnliches passiert ist, also wenn zum Beispiel an der Grenze mal wieder geschossen wurde, dann ist die Grenze samt Todesstreifen, samt Opfer wieder ins Bewusstsein gerückt, um danach dann eben auch wieder unsichtbarer zu werden, zumindest unsichtbarer im Alltag. Ja, zusammenfassend kann man sagen, Grenzen und Mauern haben wichtige Funktionen, vor allem auch wichtige soziale Funktionen, um die Welt, um Gemeinschaften, um das Zusammenleben zu ordnen. Grenzen gehören zu den Konstanten menschlichen Denkens und strukturieren, regeln und kontrollieren. Sie verhindern auch Grenzübertritte und trennen und sichern ab. Mauern sind eine der stärksten Formen von Grenzen im territorialen Bereich, da sie undurchlässige Grenzen symbolisieren. Mauern trennen künstlich etwas. Sie sind künstlich erschaffen und stellen damit auch immer einen Eingriff in natürliche Verhältnisse dar. So wie wir es hier bei Berlin hatten, eine pulsierende Stadt, natürlicherweise mit Transportwegen, Lebenswegen, Verkehrswegen, die auf einmal durch diese Grenze quasi abrupt unterbrochen wurde, in unnatürlicher Weise, quasi als ob man einen Staudamm aufgeschüttet hätte, an dem es dann plötzlich nicht mehr weiterging. In der Regel wurden Mauern gebaut, um Menschen daran zu hindern, in diese Stadt hineinzukommen oder in einen Staat. Bei der Berliner Mauer war es genau andersherum. Sie ist gebaut worden, um Menschen daran zu hindern, aus ihrem Staat herauszukommen. Eine andere Variante und wirklich schon so eine Besonderheit für diese Art von Schutzbauwerk, sage ich jetzt mal. Der Bau der Berliner Mauer war eine Zäsur in der Geschichte der DDR und hat eben nicht nur Berlin als Stadt gespalten, sondern eben auch Verkehrstransportwege und besonders auch Lebenswege unterbrochen,
in dem nämlich durch den Mauerbau auch Familien, Freunde getrennt wurden oder Menschen von ihren Arbeits-, Studienplätzen oder persönlichen Lebensbereichen. Auf diese Weise hatte der Mauerbau eben nicht nur Auswirkungen im gesellschaftlich-politischen Bereich, sondern wirkte auch ganz massiv in das höchstpersönliche Leben, in die privaten Lebensbereiche der Menschen hinein. Ja, soweit von mir in aller Kürze, und die E-Mail-Adresse habe ich noch aufgeschrieben. Ja, Sie haben schon vielfach gehört, unser Zentrum in der Zeppelinstraße, ZMSBW, www.zmsbw.de. Falls Sie noch Informationen zu unseren zahlreichen Werken suchen oder falls Sie noch weiter Fragen, Hinweise haben, wenden Sie sich gerne an die Pressestelle des ZMSBW. Dort wird Ihnen in der Regel weitergeholfen. Ja, vielen herzlichen Dank an Sie beide für diese spannenden Vorträge. Ich möchte, bevor ich die Diskussion mit dem Publikum sowohl hier im Saal als auch via Zoom eröffne, kurz noch eine Bemerkung zu beiden Vorträgen machen. Was mich beeindruckt hat, ist bei beiden Vorträgen, aber vor allen Dingen bei dem sozialwissenschaftlichen Vortrag, dass Sie die Terminologie ernst genommen haben, dass Sie über Schutzwelle geredet haben, ohne jetzt zunächst den antifaschistischen Schutzwall zu meinen, sondern ganz sui generis, was macht eigentlich ein Schutzwall? Um dann dazu zu kommen, dass der antifaschistische Schutzwall kein Schutzwall war, weil er eben genau diese Funktion gar nicht erfüllen sollte, sondern eine andere Funktion hatte, eher vergleichbar mit dem einer Gefängnismauer. Und den kleinen kurzen Kommentar, den ich mir nicht verkneifen kann, der schließt an eine Bemerkung, die Frau Grosser gemacht hat, die da nämlich mal kurz darauf hingewiesen hat, so in einer Seitenbemerkung, dass im Grunde schon die bauliche Konstruktion der Grenzanlage, also das konkret architektonische, was dort in Beton und Metall gegossen worden ist, die Funktion des Bauwerks unmissverständlich zeigt. Und das würde ich gerne nochmal mit Rückgriff auf eine Folie von Herrn Potempa nur in 2-3 Details nochmal zeigen, wenn ich darf. Klar. Man braucht ja bloß zu schauen, wie die Panzersperren ausgerichtet wurden. Ja, darauf wollte ich gerade kommen. Aber wegen dem Schutzwall, der hier zum Thema gemacht wurde, der ja zu Recht sagt, der Schutzwall ist eine Erhebung, und der wurde zunächst mal, hier ist das Bild, was ich meinte, der wird durch einen Aushub, einen Erdaushub erstmal hergestellt, um dann das, was innerhalb des Schutzwalles ist, zu schützen. Das heißt, ein Angriff von außen wird in zweierlei Hinsicht abgewehrt, und zwar insofern, als das, was auch immer da fährt, kommt oder sonst wie angerückt kommt, erstmal in den Graben fällt und dann über den Wall klettern muss. Hier ist der, will ich nur darauf verweisen, auf den Kfz-Sperrgraben. Den sehen Sie ja, dort. Wozu ist ein Kfz-Sperrgraben gut? Ein Fahrzeug, was eine Mauer in voller Fahrt horizontal trifft, kann diese durchaus umwerfen. Das ist gar nicht so schwer statisch. Das heißt, wenn man einen Kfz-Sperrgraben baut, dann will man, dass das Fahrzeug mit der Nase nach vorne erstmal in diesen Graben fällt, und dadurch verliert es an Wucht, um die Mauer umzuhauen. Auf welcher Seite ist dieser Kfz-Sperrgraben? Woher kommt das Auto? Oder auch zum Beispiel der Grenzsignalzaun unmittelbar vor der Hinterlandmauer. Wenn tatsächlich jemand von West nach Ost über diese Mauer kommt, warum soll der erst ganz am Ende, wo er es schon fast geschafft hat, ein Signal auslösen? Dieser Grenzsignalzaun gehört auf die andere Seite der Mauer. Und viele dieser Beispiele können Sie nehmen, und deshalb fand ich das so schön, dass Frau Grosser das angesprochen hat, dass man allein schon bei der Architektur sieht, dass wenn dies ein antifaschistischer Schutzwall war,
dann war der Architekt ein Idiot, denn er hat es falsch rumgebaut. Das wollte ich nur noch mal als Kommentar anmerken. Und dann vielleicht eine erste Frage an beide Referenten. Ich würde noch mal gern etwas mehr über die Grenzsituation in und um Potsdam herum aus Ihnen herauskitzeln. Und zwar ist die ja nicht einfach. Wir haben schon gehört, wie viel Militär verschiedenster Provenienz in dieser Stadt war. Wir haben aber noch nicht so viel über die Topografie gehört. Und die hat es ja in sich. Denn hier haben wir erstmal große, und das klang auch in dem Propagandafilm an, große Teile sind tatsächlich zu patrouillierende Wassergrenze. Das ist nicht einfach. Dann haben wir mindestens zwei unglaubliche Sondersituationen, auf die ich Sie bitten würde, nochmal einzugehen. Das eine ist sozusagen der Blinddarm der DDR, das ist Klein-Klinike, und das andere ist der Blinddarm West-Berlins. Das ist Steinstücken. Und sie sind beide nicht weit voneinander entfernt, aber das muss doch sicher besondere Herausforderungen für die Grenzsicherung mit sich gebracht haben. Vielleicht ein letzter Punkt. Der Bauer Erich Wendt, der die Wüste Mark sein Eigen nannte, das ist heute ungefähr bei dem Autobahn-Rastparkplatz, wie heißt das, Parforsheide. Das war ein größeres, ich weiß nicht wie viel Hektar großes, Feld ist es wohl bis heute noch, unbebaut, und es gehört aus irgendeinem kuriosen Grund zu Zehlendorf, zu dem Bezirk Zehlendorf, und gehörte einem Bauern. Für den trifft das, was Sie sagen, Frau Großer, unmittelbar zu. 1961 hat ihn eines Teiles seines gewerblichen Lebens, seines Berufslebens zerstört, weil er dieses Feld nicht mehr bearbeiten konnte. Aber der Mann war hartnäckig und hat sich bei den DDR-Behörden am Ende erfolgreich darum bemüht, dass er von 1965 an bis 1988 dieses Feld bestellen konnte. Und zwar ist er mit einem Passierschein durch die Transitautobahn Dreilinden gefahren, um dort den Acker zu pflügen. Also man sieht auch kleine Kompromisse in diesem Innen und Außen. Das wollte ich nur noch mal in den Raum schmeißen, aber vielleicht meine eher konkrete Frage, gibt es noch etwas, das Sie uns über den konkreten Grenzraum Potsdam an topografischem oder auch militärhistorisch Interessanten sagen können? Wie gesagt, Kleinklinike und Steinstücken sind damit gemeint. Und das Wasser. Sie können einfach sprechen. Ja gut, also das ist natürlich jetzt auch in der Tat nur eher Allgemeinplätze. Es ist natürlich klar, dass sich das war ja auf der Folie, glaube ich, auch zu sehen, dass diese Grenzregimenter, wir stellen sie natürlich immer vor, die sind dort Wache gefahren und Wache gegangen. Die hatten ja extra Kompanien hier auch, die auf dem Wasser patrouilliert haben. Und dass es logischerweise Versuche gab, durch dieses Wasser in irgendeiner Form durchzuschwimmen, dieses zu überqueren, ist auch klar. Und das ist selbstverständlich eine topografische Herausforderung. Nur hat man logischerweise dann im Zweifelsfall einmal auf dem Wasser patrouilliert. Andererseits aber auch bei der Marine, würde man sagen, Beherrschung der Gegenküste, versucht, das Ufer bereits so zu befestigen, dass überhaupt keiner in dieses Wasser reinkommt. Im Zweifelsfall dort auch etliche Befestigungen aufgebaut, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ich habe da die wildesten Geschichten tatsächlich gelesen von irgendwelchen Leuten, die in die Sperrzonen rein durften, im Zweifelsfall bewacht von den DDR-Grenzern, die von westlicher Seite dort rein durften. Analog, Sie kennen ja die berühmte Geschichte, dass sowjetische Ehrenmal, Siegesmal unweit vom Brandenburger Tor auf der Straße 17. Juni, da patrouillierte zur Zeit des Kalten Krieges, war eine Wache der Roten Armee. Das war aber westlicher Sektor, und dieser Wache der Roten Armee wurde wiederum bewacht von der Militärpolizei ihrer britischen Majestät. Also es gab hier die wirrsten Dinge, und dass das topografische Herausforderung war und es entsprechende Bootskompanien auch gegeben hat. Man müsste es jetzt natürlich im Detail nachlesen, halt Staatsgrenze, der Jochen Maurer schreibt ja darüber, kann ich nur empfehlen, sich dieses im Detail anzuschauen. Ich möchte oder kann es jetzt nur begrenzt ausführen tatsächlich. Ich weiß nicht, ob als Zeitzeugin
Und ich gebe offen zu, dass ich damals nicht in West-Berlin gewesen bin, nur auf Besuch da in Ost-Berlin, in Potsdam auf Besuch. Das war die große Sache. Wir bei uns in Bayern, sagen wir mal, keine direkten Kontakt, keine Verwandtschaft DDR hatte, war die DDR völlig gleichgültig. Und ich werde nie vergessen, wo ich 1976 aus den großen Ferien zurückkam, wo wart ihr denn im Urlaub? Ich war in Spanien, ich war in Italien, ich war in der DDR. Ich habe nämlich Verwandtschaft in Glauchau und Potsdam besucht. Aber wie gesagt, in dem Detail kann man sagen, wir standen beiden Seiten, also vor der Mauer noch 1989, haben uns überlegt, wie lange denn. Und die, mein Vater und hier meine Cousine meines Vaters in Potsdam, die haben sich ausgerechnet, wann wird sie 60, dass sie sich gegenseitig besuchen dürfen. Also von dem her. Nee, danke schön. Jetzt müsste die Zeit sein. Ich weiß nicht, ob Katrin hat noch irgendwelche. Wir haben schon Fragen aus dem Publikum. Aber nur, wenn sie zunächst der Herr. Ich wollte noch einen Hinweis geben zu dem, was Sie da als Bild der Konstruktion gezeichnet haben, dass Sie meinten, also die Mauer ist ja eigentlich klar nach östlicher Sichtseite gebaut als Sperre. Was da noch fehlt, ist zum Beispiel das eigentliche Mauerelement, was schon so war. Denn wenn man mal vor dem Mauerelement steht, dann sieht man, dass die Füße beide unterschiedlich breit sind. Aha. Das heißt, die Mauer hat einen Fuß, der geht ungefähr 1,5 Meter Beton und auf der einen Seite ist nur eine kleine Kante. Und die kleine Kante stand nach Westseite und der lange Fuß war nach Ostseite. Wenn nämlich ein Fahrzeug an die Mauer fahren wollte, dann stand dieses Fahrzeug mit seiner Last auf dem Betonfuß und konnte schon das eigentliche Segment gar nicht mehr umkippen. So, und das Zweite, was ich sagen wollte zu Ihren sozialwissenschaftlichen, persönlichen Beispielen. Ich glaube, dass es immer so ein bisschen das Problem, wenn man sozialwissenschaftliche Stellungnahmen macht zu dem Thema, Sie haben eigentlich nur die aus westlicher Sicht gezeigt, weil wahrscheinlich aus östlicher Sicht gar keine propagandamäßig gesteuerten Stellungnahmen vorliegen von dieser Zeit. Und wenn Sie Leute fragen, dann ist das immer aus der Rücksicht nach 30 Jahren, nachdem die Mauer gefallen ist. Aber zu der eigentlichen Situation nach dem Mauerbau eine ehrliche Meinung zu bekommen von Ostleuten, haben Sie keine, weil die Meinungen nicht da waren, jedenfalls nicht in der öffentlichen Propaganda. Sie hätten sie irgendwo heimlich hören müssen. Und das ist immer das Problem, wenn man so persönliche Stellungnahmen wiedergibt. Dem würde ich vielleicht widersprechen. Ja, oder vielleicht, wenn es direkt dazu ist. Dann also ich bin der Meinung, da ist dermaßen viel aufgearbeitet inzwischen, so dass dort also nicht bloß ein ideologisch verbrämtes Bild entsteht, sondern dass dort durchaus auch Menschen ihre Meinung, sicher aus einem zeitlichen Abstand, aber das mag doch angehen, dass diese Meinung dann relativiert ist. Und das finde ich ganz in Ordnung und da gibt es Quellen, auf die man zurückgreifen kann, ohne dass man jetzt demjenigen unterstellen muss, er wäre dem Imperialismus auf den Leim gegangen, wie auch immer. Nein, man revidiert sich mit der Zeit. Und ich habe noch eine zweite Sache, die ich anspreche. Können wir das zurückstellen, denn dann kann Frau Krosser genau auf den Punkt erstmal antworten. Ja, also es gibt tatsächlich unheimlich, also eine Vielzahl von Schilderungen, auch aus westlicher und östlicher Sicht. Aus östlicher Sicht auch beispielsweise gab es vielfach Schilderungen von Menschen, die direkt an der Mauer wohnten, die dann von Wohnungen berichtet haben, wo dann Fenster zugemauert wurden, weil man dann nicht auf die Mauer blicken sollte. Also das gibt es alles. Wie gesagt, das war nur eine Auswahl, die ich jetzt getroffen habe. Und zu dem Punkt, was Sie gesagt haben, da fällt mir ein, dass in der Märkischen Volksstimme dann vom 13. oder 14. August 61 auch getitelt war, wir haben unsere Werktätigen überzeugt. Und da wurde dann eben das, was Sie meinten, diese offizielle Meinung dargestellt, wo man sagte, ja, die Werktätigen stehen ja alle hinter uns und die begrüßen das und solche Sachen. Aber es gab tatsächlich auch im Rückblick natürlich, wie gesagt, vielleicht gab es auch
andere Schilderungen. Müsste man sich vielleicht mal mit Unterlagen der Staatssicherheit näher beschäftigen, könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht auch noch andere Zeitzeugenberichte vorhanden sind. Aber ich habe, es war, ist wie gesagt nur eine Auswahl, also das ist überhaupt nicht umfassend und man kann, es sollte ja auch nur ein Blick sein, also man kann immer wirklich nur pointiert auswählen. Es ging ja auch darum zu zeigen, unterschiedliche Altersgruppen, vielleicht auch unterschiedliche Zeiträume, dass man sagt, gut, wie war es gerade in dem Moment, wo viele die Situation auch noch gar nicht fassen konnten. Das war auch ganz, also ganz charakteristisch, dass man sagt, so wirklich für den Moment, da waren ganz viele auch mit sich selbst, mit der eigenen Familie, wo man sagt, oh Gott, ich kann jetzt meine Mutter nicht mehr sehen oder meine Tochter ist gerade bei ihren Großeltern, wie kommen die jetzt nach Hause? So wirklich ganz, ich sage es jetzt mal, persönliche, alltägliche Sachen, dass dieses wirklich Erlebnis Mauerbau und das, das dann alles erst ein bisschen zeitverzögert in den Fokus gerückt ist, aber das gab es auch und wie gesagt, das war nur eine kleine, eine ganz, ganz kleine Auswahl, muss man wirklich sagen, weil das sonst ja auch den Rahmen gesprengt hat. Vielleicht kann ich da noch was hinzufügen bei aller Notwendigkeit von Quellenkritik, gerade von Aussagen, die 30 Jahre nach dem Ereignis zu Protokoll genommen worden sind und bei dem von Ihnen natürlich angesprochenen Problem, veröffentlichte Aussagen sozusagen durch den Minus-Propaganda-Filter zu drücken, damit man rausfindet, was die Leute wirklich gemeint haben. Es gibt auch notwendigerweise mit Quellenkritik zu bearbeitende Quellen, die, die durchaus momentane Eindrücke. Ich meine, Tagebücher sind zum Beispiel etwas, was sehr, sehr wirkungsvoll in dieser Hinsicht sein kann. Muss man auch als Ego-Dokumente sehr vorsichtig mit sein, das ist schon wahr. Man weiß nicht, unter welchen Bedingungen diese Tagebücher geführt werden, wann die Eintragungen tatsächlich gemacht worden sind. All diese Dinge. Aber ich glaube, näherungsweise kommt man schon an einige Eindrücke heran. So, jetzt haben wir aber noch eine Frage hier, bevor der Herr seine zweite Frage. Ich wollte noch ergänzen zu dem Thema, dass ja im Sommer diesen Jahres, ich glaube sogar um den 13. August herum, ja dieses Buch erschienen ist von diesem Berliner Geschichtslehrer, der genau das den Anspruch hatte, nämlich Dokumente aus der DDR zu der Zeit von Zeitzeugen zusammenzustellen. Und der kam nämlich dann zu dem Schluss, dass die Akzeptanz der Mauer wesentlich höher war, als man heute retrospektiv vermuten würde. Ja. Und da gab es eine Riesendiskussion, ich habe es leider nicht lesen können aus zeitlichen Gründen, aber es gab eine Riesendiskussion darüber, erstens wieder die Grundsatzfrage, ist der Zeitzeuge der größte Feind des Historikers? Das ist ja immer so die Frage. Und die zweite Frage ist, wie quantifiziert man und wägt man solche Dokumente ab? Das ist ja ein Riesenproblem. Natürlich. Ja, also ich wollte nur darauf hinweisen, also es ist schon versucht worden, aber es hat im August war das eine Riesendiskussion ausgelöst. Ich habe genau die Rezension, ich bringe jetzt den Namen nicht mehr zusammen, ich bin 58, helfe mir über die Straße, aber ich habe genau diese, Untersuchung, die Rezension darüber gelesen, was mich noch erstaunt hat, aber die Begründung war, und das leuchtet natürlich im gewissen Sinne ein, wenn man mal die ganz saublöde Frage stellt, wer war denn eigentlich 61 überhaupt noch da? Oder anders gesagt, haben die Leute, die dort waren in der DDR, sich nicht fuchsteufelsnarres geärgert, dass ihre ganzen Kollegen in Westen abgehauen sind, sie die Arbeit machen mussten, die berühmten Grenzgänger, über die offiziell rein raufgeprügelt wurde, die also im Osten gewohnt haben, im Westen gearbeitet haben. Das ist also offensichtlich, das hat mich gewundert, ein jetzt neben den üblichen Ergebenheitsadressen, es gar nicht so wenige gab, die die Mauer im Grunde genommen nicht nur akzeptiert haben, sondern begrüßt haben, dass es die Maßnahmen gab. Und der muss mit Quellen gearbeitet haben, die eben nicht die offiziell. Ich habe nur die Rezension, ich bringe es nicht mehr zusammen. Als Presseoffizier habe ich jeden Tag 5 Zeitungen auszuwählen. Dies, das ist mir aufgefallen, ja. Das wäre eine Ergänzung zu dem, was Sie gesagt haben. Es kommt auf den Betrachtungswinkel an, schon damals. Ja, klar. Meine Frau kam aus einem sehr linientreuen Elternhaus und ich hatte allerdings auch einen systemnahen Job in Kamenz damals. Mein Bruder in Kleinmachnow, wir waren zu Besuch dort. So war ein schöner Sommertag. In der Nähe unseres Zuhauses in Sachsen war ein Schießplatz. Wir hatten eine kurze MP-Salve. Nee, sage ich zu meiner Frau, wenn hier geschossen wird, kannst du bloß hoffen, dass einer gespielt hat oder ein Hase. Das Ziel war fertig. So, am nächsten Tag gingen wir spazieren und den Kleinmachnow kam man relativ nah ran an die Grenze. Okay. Und da hat sie das Monstrum gesehen, diese Autobahn hochkant dort
hinten auf dem Hof, auf der anderen Straßenseite. Die eine Straßenseite konnte man benutzen, die andere Straßenseite war Sperrgebiet. Und dann sah man die Mauer dort durch. Und da hat sich bei ihr dann was verändert in der Betrachtungsweise. Wenn man im Hinterland gelebt hat, konnte man immer sagen, ja, ist in Ordnung und die Grenzen müssen geschützt werden. Wenn man dann vor sich hatte, wie das wirklich aussieht, das hat doch ein gewisses Nachdenken ausgelöst. So, jetzt haben wir noch eine Frage von Mischa Gabowitsch. Und dann zwei Fragen, wenn ich darf. Zwei kurze. Ja, die eine nach der Verantwortung für den Mauerbau. Ich weiß, das war nicht ganz Ihr Thema, aber mich würde doch Ihre Meinung interessieren, bei wem die Verantwortung letztendlich liegt. Gibt es ja große Diskussionen dazu. Martin Sabo hier vom ZZF sieht Ulbricht als sozusagen Initiator. Andere meinen, dass im Endeffekt der ganze Prozess aus Moskau gesteuert wurde. Mich würde interessieren, was Sie dazu meinen. Und die andere Frage bewegt sich eher so auf der alltäglichen Ebene. Gab es bei den DDR-Grenztruppen irgendeine Form von direktem Kontakt oder Austausch mit Grenzsoldaten der anderen Länder des Warschauer Vertrags? Also mit sowjetischen Grenzsoldaten, mit solchen aus, ich weiß nicht, Polen, bis hin nach Bulgarien und so weiter. Oder war das alles so hierarchisch organisiert, dass die hier in der DDR einfach nur Befehlsempfänger von oben waren? Also ich kann mich jetzt nur stützen auf den Artikel oder die Forschungen von Winfried Heinemann, der auch diesen Artikel, und der sieht die Verantwortung in dem Fall aktiv eher bei Ulbricht, wenn ich diesen Artikel jetzt richtig im Kopf habe, der sich wiederum aber natürlich in Moskau rückversichert hat, ob er es machen soll und will. Und die Sowjetunion hat gesagt, ja, zu diesen Grenzen, die Bewachung der Grenze, sowohl in der Deutschen Bundesrepublik Deutschland als auch West-Berlin, war eine Sache der DDR-Grenztruppen. Ob es einen Austausch gegeben hat, meines Wissens nach die Bewachung und den Schutz im Verhältnis Grenze zur Bundesrepublik Deutschland und Grenze zur Volksrepublik Polen, da war deutlich weniger Personal Grenztruppen eingesetzt. Und ob die direkt mit den Polen, je nachdem in welcher Situation, als es dann entsprechend, ist mir zumindest nichts bekannt. Aber da müsste ich hier tatsächlich nachschauen oder tatsächlich den Experten fragen, Jochen Maurer. Ich schaue gerade ganz geschwind mal, weil ich da jetzt auch nicht drauf vorbereitet bin, ob es hier zum Grenzverlauf in den Friedensgrenzen. Es gab sicherlich eine gewisse Zusammenarbeit, aber da waren deutlich weniger Truppen stationiert. Aber ich empfehle hier schlicht und einfach bei Jochen Maurer nachzuschauen, weil es jetzt auch, also wir haben hier das Thema natürlich herzlich gerne übernommen, basiert, ich gebe es ja offen zu, auf dem Vortrag von mir 2014 zum Fall der Mauer in Falkensee, aber es gibt sicherlich noch bessere DDR- und Grenzspezialisten, als ich das bin, und fragen Sie einfach den Oberstleutnant Dr. Maurer in Strausberg. So, jetzt haben wir noch einige Fragen aus dem virtuellen Raum. Die wird meine Kollegin Franziska Bomski vorlesen. Ja, ich fange mal, also ich habe zwei Fragen von unserem Kollegen Rüdiger Zill, der leider heute nicht hier sein konnte. Ich fange mal mit der ersten an. Die Errichtung der Mauer am 13. August war ja eine immense logistische Herausforderung, zu der umfangreiche Vorbereitungen nötig waren. Materialbeschaffung, Truppenverlegung, Planungen, wie die verlorenen Arbeitsplätze in West-Berlin zum Beispiel, beziehungsweise die Arbeitskräfte aus West-Berlin zum Beispiel, kompensiert werden können. Wie stark war die Unterstützung, auch materiell, der Sowjetunion? Wie konnten diese Vorbereitungen geschehen, ohne dass diese Zeichen im Westen wahrgenommen wurden? Oder wurden sie wahrgenommen, nur falsch interpretiert oder bewusst ignoriert? Das ist die erste Frage. Sollen wir damit erstmal? Also nach meinem Kenntnisstand war der Geheimhaltungsgrad ein relativ hoher. Und wie man das in der DDR oder in speziell bei der Volksarmee gemacht hat, das war logistisch in einem Punkt ganz hervorragend vorbereitet, dass das Material oder die Truppen in Bereitschaft gesetzt wurden. Das war geheim, dass offensichtlich nur ganz begrenzt die westlichen Geheimdienste was mitbekommen haben. So ist zumindest mein Kenntnisstand. Ob Unterstützung der Sowjetunion wird es im gewissen Sinne gegeben haben. Ich kann mich jetzt nur auf den Artikel von Winfried Heinemann beziehen und dem oder die Fragestellerin
bitten, weil noch einmal, es gibt noch bessere DDR-Grenzspezialisten, als ich das bin, sich unter www.zmsbw.de einzuwählen bzw. sich herunterzuladen, den Artikel aus der Militärgeschichte 2021. Da steht es schlicht und einfach noch besser drin, ohne das Buch von Jochen Maurer. Ich kann es Ihnen im Detail jetzt nicht sagen. Es wird natürlich Unterstützung gegeben haben, denn dieses Material vorzubereiten. Stacheldraht, die LKW, das Ganze ist generalstabsmäßig vorbereitet worden. Unter strengster Geheimhaltung. Eine zweite Frage? Ja, auch von Rüdiger Zill. Wenn so viele Soldaten für die Grenzsicherung nötig waren, wie versicherte man sich ihre Loyalität? Wie verhinderte man, dass sie selbst flüchteten? Hat man vor allem Soldaten aus weit entfernten Teilen der Republik eingesetzt? Und wenn ich darf, würde ich da noch eine anschließen, auch an Frau Grosser. Gibt es auch von Grenzsoldaten solche Zeitzeugenberichte, in die Sie Einsicht genommen haben? Also das grundsätzliche Problem ist, es gibt ja von Ehemaligen grundsätzlich entsprechende Foren und Gesprächsforen. Nach meinen Recherchen damals, die Grenzer tun das, wie ihr Name ist, die grenzen sich ab, die wollen nicht unbedingt oder lassen dort keinen rein. Die Sache mit dem, hat man bewusst Leute von fern der Grenze dort hingestellt, hat man mit Sicherheit, man hat hier Auswahl, also gerade bei den Wehrpflichtigen auch, ist bekannt, da gibt es den Aufsatz von Jochen Maurer und dem Motto die Bewachung der Bewacher, dass eben speziell bei den Grenztruppen, wie hat man sich die Loyalität versichert, man hat ganz bewusst im Vergleich zur übrigen NVA einen unglaublich hohen Aufwand betrieben, hier inoffizielle Mitarbeiter dort einzuschleusen unter dem Motto, die sich quasi gegenseitig bewachen. Und man hat sicherlich entsprechend Linientreue dort an die Grenze gestellt. Aber auch hier wieder im Detail jetzt, das bitte ich hier nachzulesen bei Jochen Maurer. Aber man hat sicherlich nicht die... Also einmal brauchten sie natürlich topografische Kunde, aber die mussten zuverlässig sein, die Grenzer, selbstverständlich. Eine ganz kleine Ergänzung. Man hat oft, Abiturienten Abiturienten genommen, die danach einen Studiengang, also die eingeschrieben waren, um sie damit zu halten, zu wissen, wenn sie dort versagen an der Grenze, ist das Studium beendet. Das gilt aber für den NVA grundsätzlich. Wer einen Studienplatz haben wollte, der musste 3 Jahre und musste Offizier 3 Jahre bei der Arsch. Aber bei der Grenztruppe ganz besonders. Normaler Wehrdienst, 18 Monate, war auch möglich, beispielsweise für künftige Medizinstudenten, was eben begehrt war, was schon mal ein Geschenk war, diesen Studienplatz überhaupt zu haben. Die Offiziere sind garantiert noch auf ganz andere Weise vorbereitet worden. Aber die einfachen Soldaten dort, die standen unter diesem Handlungsdruck, alle Aufgaben gut erledigen zu müssen, damit sie das Studium überhaupt antreten können. Ne? Ja. Danke. Und es waren immer Doppelposten. Na, das ist sowieso klar. Ja. Noch eine weitere Frage aus dem Zoom-Chat. Nicht direkt eine Frage, aber eine Ergänzung, und zwar auch von unserem von Hanno Hochmuth vom ZZF, der den Buchtitel, über den wir gesprochen haben, liefert. Es handelt sich um das Buch von Robert Rau mit H hinten, Die Mauer war doch richtig. Ah und, ja, sorry. Ja. Und ich wusste, den Namen kenne ich. Noch ein Nachtrag, der auch im Sinne dessen, dass er das auch in diesem Jahr alles organisiert hat, sich für den interessanten Vorträge und den gelungenen Abschluss unserer Potsdamer Gespräche bedankt. Damit will ich gar keinen Schlussstrich ziehen, aber das sollte nicht... auch von den Kollegen nicht ungeklungen verhallen. Dankeschön. Also vielleicht eine, ohne dass ich das jetzt in die Länge ziehen will, vielleicht eine Betrachtung, was mir jetzt aufgefallen ist. Ich kam, wie gesagt, 1996 nach Kladow, Leiter Luftwaffenmuseum Berlin-Gatow und hatte im Nachhinein betrachtet ein einmaliges militärisches Soziotop oder mir ist eines klar geworden. Ein Teil meiner Belegschaft war zivil-militärisch gemischt, ein Teil meiner Belegschaft war Bundeswehr-Luftwaffe Bundesrepublik Deutschland alt. Ein anderer Teil war Nationale Volksarmee, Luftstreitkräfte, Luftverteidigung, Klammer auf, DDR. Und ein dritter Teil, und den haben wir vielleicht ein kleines bisschen vergessen dabei, der ist auch in der, sagen wir mal, öffentlichen Wahrnehmung vielleicht nur begrenzt, der dritte Teil, das waren Zivilangestellte der ehemaligen Royal Air Force, nämlich Westberliner. Und weil das vorhin so hieß, unter dem Motto, ist abgeschottet und Katrin sagte, die Grenzen.
Ich weiß, dass ein Teil der Kladower über diese Maueröffnung überhaupt nicht glücklich war, weil ihre Idylle, die hinten am See endete, führte plötzlich dazu, dass über die Wilhelmstraße, Potsdamer Chaussee jetzt der ganze Verkehr donnerte. Und wie weit diese ganze Trennung noch wirkt, gerade auch bei den Westberlinern. Wir haben 1997, gab es vom Hans-Otto-Theater in Potsdam ein Schnupperangebot. Da sind wir hingefahren, weil wir haben auf die Karte geschaut, wie weit brauche ich nach Berlin City und wie weit brauche ich nach Potsdam. Und da hat die Nachbarschaft uns gesagt, das Hans-Otto-Theater ist im Osten. Da fährt man nicht hin. Und da habe ich gesagt, Glückwunsch, wir kommen aus Bayern. Die Grenzen sind jetzt seit 1990 offen. Und das gleiche Spielchen setzte sich fort bei der Tageszeitung. Wir waren nun relativ arrogante Bayern, gebe ich zu, groß geworden mit der Süddeutschen Zeitung. Die hat mein Vater gelesen, mein Großvater, die haben wir gelesen. Nur die Süddeutsche Zeitung macht natürlich über Berlin und über Brandenburg überhaupt nichts. Wir haben alles Mögliche probiert und getestet und so weiter, sind irgendwann hängen geblieben bei der Berliner Zeitung. Darauf wurde uns bedeutet, also nicht die BZ, die Berliner Zeitung, und da wurde uns bedeutet, das ist eine Ostzeitung, die liest man nicht. Man liest entweder den Tagesspiegel oder aber auf die Morgenpost, aber auf jeden Fall nicht die Berliner Zeitung. Nur solange, wie das weiterwirkt. Und diese dritte Spezies, das besondere West-Berlin, Leute, die zum einen dorthin sind, um sich auf Deutsch gesagt vor dem Dienst bei der Bundeswehr kreativ zu und so weiter, dieser West-Berliner Teil, die zum Teil Idylle hatten, zum anderen war es natürlich Frontstadt, das geht natürlich ein kleines bisschen verloren in diesen ganzen Mauergeschichten. Das nehme ich mal als Schlusswort, wenn ich noch eine letzte Frage oder... Ich habe keine Frage, ich wollte es bloß ergänzen. Es wäre interessant, eine Betrachtung vor und nach der Mauer, weil West-Berlin hat sich dadurch sehr verändert. Sie haben es schon gesagt, die Idylle, der Streit um die Bahn nach Dresden in Lichtenrade, ja, weil alle mit der Mauer sehr zufrieden waren. Und dann, was auch zu kurz gekommen ist für meine Begriffe, der Mauerbau hat für den Berliner Bereich eine Riesenbedeutung gehabt. Aber ich glaube, für die, die in Sachsen jeden Tag zur Arbeit gegangen sind oder in Thüringen oder an der Ostsee, die einfachen Leute, das hatte nicht so die Riesenbedeutung. Es sei denn, sie haben daran gedacht, abzuhauen über Berlin. Aber das war sicher nicht die Masse. Und dieser Unterschied ist auch nicht deutlich geworden. Und das hatte schon eine große Bedeutung, dieses Aushängeschild West-Berlin, was ja von der Bundesrepublik auch richtig gefördert wurde, auf das Leben in der DDR. Man hatte das Warenangebot, diesen ständigen Widerspruch. Natürlich, 500.000 sind hin und her gefahren, aber ich glaube, die Grenzgänger und die Arbeitsplätze haben die fehlen oder die weggefallenen Arbeitskräfte haben dann nachher mehr in West-Berlin eine Bedeutung gehabt als in der DDR. Denn West-Berliner haben nicht sehr viele in der DDR in Ost-Berlin gearbeitet. Es waren nur prominente Leute, Künstler, Ärzte oder so, die hatten noch so einen Job. Aber die Arbeitskräfte aus der DDR, die fehlten. Und die sind eben auch bewusst eingesetzt worden, weil sie nämlich überwiegend Ostgeld verdient haben. In West-Berlin, illegal eigentlich. Und Ostgeld im Westen zu haben, war eigentlich nicht erlaubt. Also es gab schon ständige Widersprüche und Ulbricht ist eigentlich dadurch gezwungen worden, die Mauer zu bauen. Es ging gar nicht anders. Na gut, da gäbe es sicher auch abweichende Meinungen zu, ob nee, dazu gezwungen das worden nicht. Ist. Die politische Situation, die war einfach so. Und natürlich musste er es mit den Russen abstimmen, weil ja für ganz Berlin nach westlicher Sicht immer noch ein Viermächtestaat ist. Richtig, ja. Und deshalb musste es abgestimmt sein. Gut, dann nehmen wir von dieser Veranstaltung hoffentlich nicht mit, dass der Bau der Mauer sozusagen alternativlos war, denn das war er sicher nicht, dass da Begründungszusammenhänge, die mehr oder minder glaubwürdig sind, dafür ins Feld geführt worden sind. Das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber ich danke vor allen Dingen unserer Referentin und unserem Referenten, aber auch Ihnen allen für Fragen und Teilnahme an der Diskussion. Vielen herzlichen Dank und guten Abend.
Dankeschön.